I've been working so hard for this moment. And now, everything is finally ready. You really thought you could get away with killing my daughter? No, no, no. It's time you learned your lesson. Boys, let's get this party started! Is it okay to keep doing this, Dexter? Working in such a despicable profession. How can I even put a stop to this? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in der Dexter Show. Wir sollen eigentlich, ich kann ihn noch gar nicht, ich darf ihn gar nicht streicheln, das ist gemein. Darf ich unseren Süßen nicht streicheln? Ich meinte natürlich zu Crime Scene Simulator. It's Jen. Some lazy workers tried to screw me over, so now they are dead. I have no intention of dealing with that shit again. Do you know how hard it is to find loyal employees nowadays? So how's it gonna be, Kowalski? Are you more loyal than the guys whose corpses you'll be collecting? I believe so. Check your email for details. Each one of your tasks makes me more of a corpse, Jim. Tja, irgendwie schon, ne? Oh, jetzt können wir nicht mehr rausgehen. Okay, ich hoffe, da war jetzt kein Geheimnis oder irgendwas, was wir jetzt noch finden sollten. Ja, ich habe mir sagen lassen vom guten Epi, der es nicht lassen konnte und das Spiel nämlich jetzt selber auch schon gespielt hat, dass das, was ich jetzt hier vor mir habe, die letzte Runde sein wird. Und er hat gesagt, ich soll mir sehr viel Zeit einplanen. Also lehnt euch zurück, macht kurz Pause, wenn es sein muss, holt euch einen Tee oder einen Kaffee oder sonst irgendetwas zu trinken, Wasser oder so, und dann starten wir. Schauen wir erstmal. Elena, das sind die letzten Wochen. Hallo Papa, die Ärzte haben mir gesagt, dass dies die letzten Wochen meiner Behandlung sind. Ich bin aufgeregt, aber auch nervös. Ich weiß, es ist noch nicht vorbei, aber ich kann das Ziel sehen. Ich versuche, positiv zu bleiben und es Tag für Tag zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, zu Hause bei dir zu sein. Und ich weiß, dass Dexter wahrscheinlich auch auf mich wartet. Ich hab dich lieb. Ja, oha. Okay, ich sehe schon, 17.500 bekommen wir. Also kann ich wahrscheinlich, ohne es gesehen zu haben, bestätigen, was der Epi mir gesagt hat. 13 Leichen haben wir da drin und es ist ein sehr großes Anwesen. Wenn ich das so die Überschrift lese, wird mir schon irgendwie bang. Also, Big Jim hat geschrieben, Lagerhausreinigung. Es gibt ein Lagerhaus außerhalb der Stadt zu säubern. Scheißaufstand. Ein Typ hat sich eingeschlichen und andere Arbeiter dazu angestiftet, die Fabrik zu übernehmen. Undankbare Bastarde. Illoyalität ist eine tödliche Krankheit. Zum Glück habe ich ein paar meiner Leute in der Nähe. Es dauerte nicht lange, bis sie kamen und die anderen in ihre Schranken verwiesen haben. Wenn Arbeiter nicht arbeiten wollen, können sie genauso gut tot sein. Dieser Ort sollte leicht zu reinigen sein. Abgelegene Lage, Zugang zu fließendem Wasser, fast keine Möbel. Okay, wo ist jetzt das große Aber? Was stand da gerade mit Krankmeldung oder was? Hä? Okay. Ja, ich hab's akzeptiert. Lass mich hier... Achso, das muss markiert sein. Okay. Gut. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Epi recht hat und dass unser letzter gemeinsamer Auftrag sein wird. Was sehr, sehr schade ist, weil das Spiel war richtig oder ist immer noch richtig, richtig geil. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Krankmelden als tot. Ach ja, habe ich doch was mit Krankmeldung gelesen. Wie jede Nacht, Kumpel. Kapitel 9. Krankmelden als Tod. Big Jim was at his weakest. With so many people going after his ass, he needed to make a choice. If not, there probably wouldn't be anything else to anticipate but his imminent downfall.
I'm here. Good. Now listen. The power is down, so find a way to turn it back on. It will help you a lot with your job. Obviously, when one thing goes wrong, more disasters have to follow. Those fools must have broken something. Next to cleaner, I should definitely add electrician to my CV. Ja, schauen wir uns mal um. Hier sehe ich jetzt gerade noch keine Blutflecken, aber ich denke mal, wir müssen die Leichen hier auf den Truck draufladen. Ja, ein Einkaufshaus. Ist auf jeden Fall mal was Neues, freue ich mich auch sehr drauf. Allerdings, ja, habe ich halt so den Hinweis bekommen, ne? Ich sollte mich wohl nicht so drauf freuen, es wäre wohl etwas weitläufiger. Das können wir nicht öffnen. Wo können wir denn hin? Rechts, links, oben, unten? Ach so, ich wollte auch mal gucken. Ich habe ja eine Taschenlampe. Die ist aber nicht hier drin. Wo ist die drin? Ich hatte mir ja eine Taschenlampe, freigeschaltet. Moment, mit T komme ich jetzt hier hin. Allgemein. Nee, Moment. Werkzeuge, oder? Werkzeuge. Zusätzliche... Achso, zusätzliche Lampe. Eine aufladbare Taschenlampe, die Sie am Körper tragen. Habe ich freigeschaltet. Aber wie kann ich die jetzt benutzen? Das ist jetzt die große Frage. Weil unter... Ach, mit F. Ich wollte gerade sagen, unter T wie Taschenlampe funktioniert es nicht. Klar, ist ein englisches Spiel. Haha. Okay, also wir haben keinen Strom, ja? Wenn ich das richtig sehe. Ich lasse mal die Taschenlampe an, weil das ist eigentlich recht cool so. Closed. I need to go another way. Und es ist sicherheitsüberwacht, habe ich gesehen. Hier ist wahrscheinlich Glas, ne? Ja, ja, ja. Noch sehe ich kein Blut. Ich bin auch gerade noch ein bisschen überfordert, weil ich weiß jetzt noch nicht so genau, wonach ich gucken soll. Also erstmal denke ich mir mal, müssen wir hier einen Strom irgendwie freischalten. Ich bin aber gleichzeitig auch schon wieder nach Wasser, ach, da oben habe ich jetzt gerade was mit Wasser gesehen, nach Wasser am Suchen und gleichzeitig aber auch danach am Gucken, ob hier irgendwo schon Sachen liegen, die man einsammeln kann. Ja, wo war denn das mit dem Wasser gerade? Bin ich jetzt doof? Unter mir? Direkt unter mir oder wie? Oh, okay, hier geht's los. Ah, da auf der Seite ist Wasser. Okay. Das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste. So. I need to look for the bodies. Oh, die kamen direkt schon mit der Uzi an, okay. Ich dachte, das sind die Arbeiter. Ja gut, wenn sie bei ihm arbeiten, dann müssen sie sich auch wahrscheinlich auch gut verteidigen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie eben aufgrund dessen keine Waffen haben dürfen. So, jetzt schauen wir erstmal da hinten irgendwo. Oh, da komme ich schon wieder nicht direkt hin, ne? Ist das da oben? Das ist halt das Problem. Ich muss immer als erstes den Weg zum... Wasser frei machen. I can dump bodies down this hatch. If I can get it open. Okay, das sieht gut aus. Dann haben wir hier schon mal den Weg frei. Was ist denn da alles rumgeschliffen worden? Ach du Schande. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt hier wie machen soll. Ich stelle mal das Ding auf. Gucken, ob der uns irgendwie helfen kann. Achso, halt. Cleaning is my passion. Naja. Finde ich ganz toll, das Reinigen deiner... wie heißt das immer? Deine Leidenschaft ist.
Wobei das Gerät ja schon ziemlich cool ist, muss man dazu sagen. Also wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gebraucht. Und da gab es dann auch schon mal so Situationen, wo das richtig gut geholfen hat. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich schieße jetzt nicht zu weit weg, aber ich glaube, die Hoffnung ist verloren, oder? Das schießt ja irgendwie alles gerade so ein bisschen. Ah, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Genau deswegen sucht man am Anfang erstmal das Wasser. Also die Wasserstelle, wo man wieder auffüllen kann. Eieiei. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich den Reiniger eigentlich da... Den sollte ich ja angeblich auch mit dem Hochdruck... Also diesen... Reiniger zum Saubermachen, das sollte ich eigentlich mit dem Hochdruckreiniger benutzen können. Aber irgendwie hat das nie so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Work, work, work. Naja. Ich arbeite doch, kein Thema. Hier ist es sau warm drin, aber Hauptsache, ich bin am Arbeiten. Ja, gut für einen Arbeiter, genau. Ich muss hier mal eben so unter die Beine greifen. Moment. Wieso geht das nicht? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Cleaning is my passion. Das ist toll. Ich hoffe, du machst auch das Blut sauber, was hier auf dem Typen draußen ist. Weil der ist die ganze Zeit noch so am Nicken. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht eventuell noch lebt, ne? Also, der bewegt sich die ganze Zeit. So oder so, er wird auf jeden Fall einen Leichensack enden. Das kann ich mir jetzt schon mal versprechen. So, haben wir hier sonst noch irgendwo da hinten, aber da komme ich noch nicht dran. What could possibly happen that made them so desperate? I wonder. Frage ist, soll ich die erstmal alle hier runterwerfen oder soll ich die direkt immer ins Auto bringen? Ich glaube, später werde ich die einfach erstmal so runterwerfen. Das hört sich voll asozial an, ne? Ich werfe die Leichen hier runter. Andererseits, es sind Leichen. Also irgendwie ist es ja so oder so asozial. Es macht dann auch keinen großen Unterschied mehr, meine ich. Oh, ich bin echt... Oh, pff. Ich bin echt mal gespannt, weil ich bin eigentlich... War hier irgendwo Blut? Nein. That must be one of Big Jim's guys. Ich bin eigentlich ja immer darauf aus, so viele wie möglich von den Geheimnissen auch zu kriegen. Und natürlich auch von dem Geld und so weiter, was hier so rumfliegt. Aber ich bin ganz ehrlich, nach allem, was ich gehört habe, also ich habe mir nichts über das Level an sich sagen lassen. Ich wusste jetzt nur, dass das groß ist und dass ich da wohl nicht gerade viel Spaß mit habe, weil es so groß ist. Weil halt die Laufwege wohl sehr lang sind. Ich meine, ich merke das ja jetzt schon, alleine die ersten zwei Leichen bis zum Auto. There's nothing to do here. Bist du schon wieder fertig oder was? Ja, dann nehmen wir dich mal direkt mit. Moment. Da ist das Ding. Das habe ich gesucht. So. Na, no, okay, da haben wir nichts mehr. Nehmen wir mal die erstmal noch ein. Ich glaube, das ist wirklich diese Sisyphus-Arbeit, ne? Da noch den ganzen Kram einzusammeln. Ich glaube, das wäre wirklich mit am nervigsten so im Real. Ich meine, der Gestank und das Säubern natürlich auch, klar. Ach, da habe ich das Ding. So, da zeigt er mir jetzt nichts an. Moment, da war doch gerade was. Meine ich doch. Ich habe doch gerade was gesehen. Ich hoffe, ich komme hier wieder zurück. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Oh Gott, da unten geht es noch runter. Oh Gott, so langsam weiß ich, was der Epi meinte mit, ich werde da keine Freude dran haben. Das ist so weitläufig. Also, ich sag's mal so, in dem Museum, da war das richtig geil. Also auch, dass das so weitläufig war und so, ne? Weil, also, ja, was heißt, dass das so weitläufig war, war jetzt nicht so geil, aber... Oh, ist viel kaputt gegangen. Aber halt dieses... Ja, mit den Dinosauriern und so. Hier sind halt keine Möbel und nichts. Das kann man dann auch einfacher reinigen. Das hat er im Endeffekt schon ein bisschen angedeutet, mehr oder weniger. Aber ich denke, das wird noch richtig... Oh, das wird noch richtig, richtig nervig werden durch die langen Wege hier.
Ich bin mal gespannt. Ich meine, mir macht sowas unheimlich Spaß. Ich finde es halt nur schade. Ja, die Level sind dann halt dadurch auch entsprechend sehr lange. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so bei euch ist. Mir ist das im Prinzip egal, wenn ich mal alle Jubeljahre bei jemandem mal ein Let's Play gucke. Ja, ich muss zugeben, es kommt halt sehr selten vor, wenn man selber Let's Plays macht. Weil man hat halt keine Zeit, bei anderen Leuten dann noch zu gucken. Genau im Gegenteil zu den Reaction-Leuten, ne? Weil die, das sind ja die, die bei anderen dann immer gucken. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Da hinten war irgendwo Wasser, oder? Frage ist das von dieser Seite aus jetzt? Oder ist das von der anderen Seite aus? Moment. Muss ich hier ein bisschen aufpassen? Da, okay. Ja, das ist dann Macht der Gewohnheit, würde ich mal sagen. Ich meine, ich kenne auch nicht viele Leute, muss ich auch dazu sagen, die Let's Plays machen. Eben dadurch, nicht durch das Blut durchlaufen. Eben dadurch bedingt, dass ich halt nicht wirklich viel gucken kann. Oder eigentlich gar keine Let's Plays gucken kann. Also wenn überhaupt, dann habe ich mal mehr so diese kleinen, die dann auch recht schnell durchgeschaut sind. Warte mal, ich mache mal erstmal von außen. Macht doch bestimmt jetzt die Vase mit kaputt, ne? Gucken wir mal. Achso, ja, ich habe übrigens jetzt zwei eingestellt. Mal gucken, was daraus wird. Jetzt, wieso komme ich hier nicht rein? Hallo? Ah, jetzt. Tschakka. Obwohl, hier darf ich eigentlich nur da hinten bei der Vase, muss ich ein bisschen aufpassen. So. Ich hoffe, den Rest können wir jetzt machen, dass die Vasen dann nicht zu nah dran stehen. Und dass es nicht so hakt, wie es gerade gehakt hat. Okay, was ist denn hier von alles? Eigentlich alles. Manchmal könnte man ja auch denken, Teil davon ist Kunst, wer weiß. So, das ist ein roter Rand, oder? Das gehört da gar nicht zu. Nein! Ihr Schweine! Na gut. Dann nehmen wir nochmal die Schwämmchen. Das ist, glaube ich, alles der rote Rand. Du Sau. Sieht aus, als ob der hier gepinkelt hat. So. Ja, ich würde sagen. The man needed to pay for rent. He ended up paying with his own life. Kann man das so mitnehmen, ja? They wanted to grab some things and run away. Had a whole escape planned. On top of that, they wanted to steal my stuff. What cowards. Ich dachte, er redet länger. Ich wollte mal eben einen Schluck trinken. John W., packt die Gemälde in den Lastwagen. John W., das wird unsere Flucht und letzte Bezahlung sein. John W., und bitte benutzt dieses Geld für einen Neuanfang. John Gok, bin dabei. So, nicht mehr lange, ne? Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin von da Nee. Oder? Doch, ja klar, hier ist ja meine... Genau. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Mal gucken, wie es später wird. So. Du sollst doch nicht auf der Treppe liegen. Ach Mann. Dabei habe ich so gut gezielt. Nun gut. Ich glaube, ich lasse die Lampe so ein bisschen als Orientierung, wo der Ausgang ist. Oh Gott. Das fängt schon gut an. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich rum muss. Und ich befürchte irgendwie, dass wir mehrere Etagen haben, weil sonst hätten wir ja keinen Aufzug, ne? Okay. Haben wir hier noch Patronen irgendwo? Nö,
Sieht nicht so aus. Okay. Das haben wir jetzt nachgeguckt, ne? Das können wir quasi zumachen. Da können wir nochmal eben Wasser auffüllen. Ah, was haben wir denn hier? Die Nachfrage ist hoch. Dieser Trottel... Diese Trottel glauben wirklich, dass dieser Mist echt ist. Bitte machen Sie weitere 100 Kopien und liefern Sie sie an die Käufer. Befehle von oben. Der Boss. Vor allem steht hier The Boos. Okay. Was sind denn hier überall Käfige eigentlich? Na gut. Da kann ich nichts mitmachen. Hinten ist Blut drunter. Muss ich aber von, oh, von der anderen Seite hin. Aber hier muss ich irgendwie wieder so ganz blöd hoch. Alter, ich hasse sowas. Kann man nicht einfach da hochspringen, wenn das sowieso hoch genug ist? Weil sonst würden wir ja nicht hier hochkommen. Nein, man muss es umständlich machen. Ich greife es mir jetzt von hier unten. So. Das ist kein Blut? Achso, das ist Schatten. Okay. Okay, okay. Das sind so viele Ecken, wo theoretisch was sein könnte. Ich gucke halt, wie gesagt, auch, ob hier irgendwo was ist zum Stehlen oder ähnliches, ne? Dass ich das hier direkt mit abhandeln kann. Ach, jetzt komme ich dahin, wo die ganzen Gläser sind, oder? Ja, hier geht's schon los. Someone here returned fire. Das kriegen wir noch hin. Ne, da drin ist nichts, ne? Das dachte ich mir schon. Okay. Ich glaube... Aber, ach so, da steht auch Halle Erdgeschoss. Ich sage, ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viele... Ja, natürlich ist das jetzt voll. Doch, auf die Seite muss ich, ne? Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viele, ja, wie viele Etagen das Ganze jetzt hier hat. Wenn ich da jetzt mit dem Hochdruckreiniger rangehe, dann mache ich mir die Dinger hier erstmal alle komplett kaputt. Deswegen gehe ich jetzt erstmal vorsichtig so grob wie möglich hier durch. Und dann können wir das gleich nochmal reinigen. Hier, ne? So, was habe ich hier gerade noch gesehen? Da war auch noch was. Kann man das öffnen? Nee. Was haben wir denn hier? Geld, okay. Du bist ein Kühlschrank, ne? Du bist kein Tresor oder sowas. Ah! Gucke mal, das ist Nummer... Nummer TV-Raum, okay. Das ist doch was anderes, als ich jetzt gedacht hatte. Ist das kein... Keine Wand, irgendwie zweiter Boden, keine Ahnung. Sehe nichts. Erinnerungen. Erstens, kein Reden und keine Fragen an die Vorgesetzten. Zweitens, nur Antworten, wenn gefragt. Drittens, Pakete sortiert halten. Viertens, kein Kämpfen. Behälterinhalt kann explodieren. Fünftens, ich kann so viel schreien, wie ich will. Achso. Sechstens, ihr nicht. Siebtens, gute Arbeit, gute Bezahlung. Achtens, nochmal, haltet eure Münder geschlossen. Unterschrieben der Boss. The disaster was waiting to happen.
Tja. Was haben wir denn hier? Da kann man theoretisch auch... Ah ja, da hinten ist eine Leiter. Also nicht Leiter, hier so eine Treppe, meine ich. Da kann man theoretisch auch noch rum, aber es bringt uns, glaube ich, nichts, oder? Obwohl... Könnte unter Umständen, wenn man das hier zum Laufen gebracht hat, dass man darunter, achso, wo habe ich den jetzt hingelegt? Dass man da vielleicht runterkommt oder sowas? Ist das ein Geheimnis? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das merken kann, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Halt, stopp. Ich wollte eigentlich gucken. Konnte ich nicht eine zweite noch hinstellen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Okay, okay, okay. War nur ein Versuch wert. Ich dachte, ich hätte das... Oh, Mann! Ich will auf Q drücken. Warum ist das auch direkt nebeneinander? Natürlich habe ich da jetzt noch mehr klein gemacht. Ach, der hat jetzt in dem Bereich das Blut automatisch. Da oben, das gilt dann als zweiten Bereich quasi. Okay. So, dich packen wir mal kurz ganz ein, damit wir dich hier nicht vergessen können. Ist sonst nichts mehr. Wobei der Feuerlöscher, weiß ich jetzt nicht. Die haben wir ja jetzt gemerkt in dem Restaurant, wollte ich gerade sagen. Ach, natürlich ist das wieder voll. In dem Kunstding. Da haben wir ja gemerkt, dass die auch wieder zurückgebracht werden müssen. Frage ist nur, wohin? Haben wir hier noch was? Nee, nur den Tisch aufstellen. Ah, okay. Ja. Paket oder so. Doch, da hinten ist noch was. So, dann haben wir auch den Müll 100%. Nein. Aber ich sehe hier nichts von Feuerlöscher. Ich nehme den mal mit und stelle den mal mit nach vorne. Vielleicht nicht unbedingt da, wo ich hinwerfe. So. Da hängt was, da hängt was. Die hängen auch nur von einer Seite, ne? Ja. Lass ich die Lampe jetzt hier? Moment, kann ich da? Kann ich da auch hoch? Komme ich aber nur hier in die Etage, oder? Nee, Halle, erster Stock. Ja, so prädestiniert irgendwie für ein Secret, ne? Deswegen. Looks like an access card. Okay, die nehmen wir mit. Dich theoretisch auch, aber ich krieg dich da noch nicht raus, ne? Komm mal. Ne, die ist offen hier. Oh Gott. Ja, es ist sehr weitläufig. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal ein Drittel gesehen oder so. Okay, das wäre jetzt der Bereich, wenn ich die Treppen hochgegangen wäre. Ich bin mir nicht sicher. Containerplatz? Okay, jetzt haben wir hier oben aber kein Wasser, ne? Da auf der anderen Seite ist Wasser. Da
Da komme ich aber so. Ja, geil. Das ist immer richtig geil. Oder komme ich da irgendwie über die, nee, über die Rohre auch nicht, ne? Kontrollraum. Das hört sich aber schon mal gut an, so rein theoretisch. Was haben wir hier? Aufgrund einer Gerätefehlfunktion verwenden Sie bitte nicht mehr als 3 Panels gleichzeitig. Wenn mehr als 3 Panels verwendet werden, wird das gesamte System innerhalb von Sekunden heruntergefahren und muss von unten wiederhergestellt werden. Also Keller oder was. Wir haben einen Elektriker beauftragt, das Problem zu beheben, und er wird morgen in ein paar Tagen bald kommen. Mhm. Also die scheinen da dann nochmal angerufen zu haben und der hat dann gesagt, ach nee, ich komme doch erst in ein paar Tagen, ich komme doch erst... Ja, okay. Nicht mehr als 3 gleichzeitig. Ja, aber was heißt das? Ach, hiermit, oder wie? Es geht aber erst, wenn ich... Ah, Moment, da ist eine Karte. Hallo, da steht Schließe. Öffne, schließe. Kann ich nicht nehmen, oder wie? Na gut, mehr haben wir jetzt auch noch nicht. Aber anscheinend... ah doch, das kann ich benutzen. Power on. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt... Aber es fehlt doch der Strom, oder nicht? Ihr verwirrt mich immer mehr. Kann ich auch nichts drücken? Kann ich auch nicht öffnen? Also Strom ist auf jeden Fall noch nicht da. Ich denke mal, sonst würde hier auch das Licht angehen oder so. Hm. Oh je. Kann man da hochklettern? War gerade ein Lüftungsschacht, oder? Warte mal. Warte mal, warte mal. Das will ich mir mal ansehen hier. Oh, Hallöchen. Kommt man da rüber? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Da muss ich... Achso, da oben habe ich das gesehen, genau. Wieso komme ich hier nicht hoch? Hallo? Wieso komme ich hier nicht hoch? Ist das extra geblockt, oder? Das will ich jetzt wissen. Ach so, weil ich... Nee, oder? Ich komme hier nicht hoch. Ich will aber wissen, ob man da hoch, ob man da dran kommt. Ach, man kommt hier. Ah. Ah. Ja, das sieht gut aus. Was ist das denn? Ach, schau mal einer, guck. Ich hoffe. Looking out my back door. Finde 6 Geheimzimmer. Oh, cool. Wer ist Zack? Ich habe keine... Ach so, hätte ich das... Scheiße, hätte ich das Grüne oben noch mitnehmen müssen. Sagt, dass das nicht wahr ist. Schon wieder ein Quietschentchen. Nein. Ernsthaft?
Ich wollte gerade sagen, muss ich den jetzt hier... okay. Und eine Dose Katzenfutter, sehr schön. Können wir auch immer gebrauchen. Ja, cool. Haben mich meine müden Äuglein ja doch nicht gedingst. Weil ich habe da oben das Ding gesehen. Ich denke, beim letzten Mal waren ja Drogen da drin versteckt. Vielleicht ist hier auch mal was drin. Bin jetzt natürlich nicht davon ausgegangen, dass ich da durchgehen konnte. Aber das ist natürlich auch cool. Sortierraum. Mhm. Euer Ernst? Lass mich raten, das geht alles nur, wenn Strom drin ist. Okay, da ist auf jeden Fall irgendein Massaker hinter passiert. No power. This thing won't budge. Ach, hier bin ich, wo der eine Typ da. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Also das ist, nee, das ist nicht unter mir, weil da ist es noch nicht sauber. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Nur durchs Runterspringen? Warte mal, ich komme hier auf den Container hoch, oder? Nee, den kann ich öffnen. Ach, den kann ich öffnen. Ah. Oh, hallöchen. Das nehmen wir doch gerne mit. Na gut. Das Problem ist halt, ich habe jetzt kein Wasser. Das bringt mir jetzt natürlich auch nicht allzu viel. Oh, da ist ein Auto drin, Hallöchen. Kann hier aber nichts mehr machen. Schade. Vielleicht hätte ich ja damit rausfahren können oder so. Da oben ist auch noch einer. Ja gut, da käme ich vielleicht noch drauf. Wie gesagt, das ist hier sehr weitläufig. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin da hinten. Bin ich hochgeklettert, ne? Das war's. Das heißt, so müsste ich auch wieder zurückkommen. So. Genau, hier unten. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Da war das Wasser. Sag mir jetzt bitte, ich habe den eingepackt. Ach nee, das Kuh. Okay, sehr schön. Wenigstens etwas. Ich habe zumindest daran gedacht. Hallo? Sollst du es nehmen? Dann machen wir erstmal hier weiter. Wir müssen uns ja theoretisch irgendwie da durchboxen können. Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, was da jetzt die bessere Taktik ist. Ja, das musst du. Das mussten wir in den ganzen Teilen davor schon. Und das musst du jetzt auch wieder. Nur, dass das jetzt der letzte große Auftrag sozusagen ist. Dein Ernst jetzt. In dieser einen Stelle, die ich nur eben wegmachen will. Oh Gott, okay. Nehmen wir das erstmal. Ich meine, ich habe noch gar nicht geguckt, ob mit der Toilette alles okay ist. Das ist aber nicht gut. Toilette straight from jail. How do I sign up for the revolution? Nicht, dass ich hier irgendwo was runterspüle, was ich noch gebrauchen kann oder so. Keine Ahnung. Nein, das wollte ich nehmen. Gleich gibt's Überschwemmung. Hätte man die nehmen können? Nee, ich glaube nicht, ne? Sieht immer so aus, als ob das hier Blut ist. Nun gut.
Nun gut, da muss ich jetzt erstmal. It won't move so. Like this. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Something is blocking the way. Ja, alles blockiert hier irgendwie. Alter, dein Ernst. I need to clear the way first. Ist doch alles frei. Das auch noch oder was? So, die Frage ist jetzt, welche kommen da rein? Sind das die hier? Anscheinend nicht. Kommen die auf die Grünen, oder wie? Moment, so. Ja, 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 dann ist das wahrscheinlich so, dass die auf die Grünen kommen. It won't move like this. Alter, da ist doch überhaupt nichts im Weg. Need to clear the way first. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, das war eben auch schon frei, danke. So. Einmal das. Dann das. Aber das sind ja in zwei Reihen, genau, bei beiden, ne? Ja. Oh Gott, ich sollte vielleicht irgendwie zusätzlich zu meiner Sache zum, als Reinigungspersonal, sage ich jetzt mal, noch dabei schreiben, Aufräumdienst oder ich weiß es nicht. Natürlich ist das jetzt dreckig. Nein, das wollte ich eigentlich. Nein. Ich will erst noch das letzte hier rein tun. So. Dann ist das wahrscheinlich. Nee, das ist nicht dreckig. Okay. Wo kommen die denn jetzt hin? Das kommt dahin. Aber da muss ich erstmal sauber machen dafür, ne? Ja, das ist nicht dreckig. Das wundert mich doch sehr, aber okay. Das dürfte eigentlich nicht dreckig sein, ne? So, wo habe ich das Ding jetzt hingelegt? Hier. Ich denke mal, das ist auch gut. Ich bin mir nicht sicher, was wir mit dir hier eigentlich machen. Du hast hier eine ganz schöne Sauerei gemacht. Ich glaube, ich muss dem Chef da mal Bescheid geben. Vielleicht schickt er ja mal jemanden vorbei. Ah, Spaß. Spaß. Wir haben halt Spaß in den Backen, ne? Du auch, weil du mir den Weg hier versperren willst. Trampel ich halt auf dir rum, ist mir doch egal. Ich muss doch erstmal hier alles sauber haben, bevor ich hier irgendwas hinstellen kann. So. Nein! Ihr Schweine! Bin ich denn da? Completely flattened. These workers really did put up some fight. Tja. Was soll man dazu sagen, ne? So, wo war denn da? Hätten sie es nicht gemacht und wären sie nicht so doof gewesen, wäre jetzt hier kein Blutbad gewesen. Also, sind wir ehrlich, Big Jim betrügt man nicht, ne? Aber bei dem ganzen Mist hier bin ich zumindest froh. Ach, da hinten ist auch noch. Ach du Scheiße.
Was haben die denn hier gemacht? Bin ich zumindest froh, dass die Tochter, dass es ihr besser geht. Also wie sich das gelesen hat, die soll wohl noch ein paar Wochen jetzt da bleiben, ne? Und danach kann sie dann ja nach Hause. Und das ist ja schon mal was Positives. Und im Endeffekt ist das ja auch tatsächlich der Antrieb des Vaters. Also von uns quasi. Jetzt müssen wir deren Schmiererei hier auch noch sauber machen. Ist ja... Geht auf keine Kuhhaut mehr. Ach, Alter, dieses ewige Nachfüllen, ne? Das kannst du dann auch wieder nicht... Ach, jedes Mal versuche ich es auf neue, ob ich nicht einfach draufklicken kann oder so. Aber nein. Natürlich geht das nicht so einfach. Oh, halt. Noch irgendwo? Achso, das war die Farbe. Gut. Hast du ja auch alles eingesaut. Naja, vorne ist ein bisschen eingesaut, aber... Brauchen wir härtere Geschütze. Weil ich befürchte, sonst komme ich da nicht so wirklich ran. Ja, natürlich. Wir haben ja so viel Zeit, dann können wir ja ständig hin und her laufen. Ist ja nicht so, als ob wir vielleicht noch andere Sachen hier machen müssen. Als ob wir noch den Strom wiederherstellen müssen oder vielleicht noch so ein paar tausend gefühlt andere Ebenen vielleicht noch machen müssen. Was war das denn jetzt hier? Ja, was zeigt der denn hier an mit Zurückstellen? Wo ist denn da? Soll ich den Gabelstapler zurückfahren oder was meinte der jetzt damit? Wenn man sich das so anguckt, ist das auch wieder so seltsam, ne? Von der Dings her. Von der Art, wie das Ganze gespritzt ist und so. Also das Blut. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht wegen dem Typen hier, ne? Here, mate. Genau, du kannst hier leider nicht parken. Es tut mir leid. Du hast kein Ticket bezahlt. Wir müssen hier erstmal irgendwie hier vorne alle sammeln, die Sachen. Ich glaube, sonst kriege ich hier gar nichts mehr hin irgendwie. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie blutig oder sowas. Ah nee, kann eigentlich nicht sein, weil da stand ja eben drin, dass das ganze Blut jetzt... Schwupps. Dass das ganze Blut weg ist, ne? Ja. So. Das noch? Nein, andersrum. Boah, Leute. Zumindest haben sie es farblich ein bisschen den Unterschied gemacht. Ich glaube, da würde ich bekloppt werden, wenn ich tatsächlich immer rausfinden müsste, was wohin gehört. Also es wird mich sowas von bescheuert, also bekloppt machen. Bescheuert bin ich auch so. Das wissen wir alle. So, Moment. Die sind jetzt voll. Hier haben wir noch einen. Damit ist der dann jetzt auch voll. So. Bei dem fehlt sowieso nur einer. Na? Da haben wir noch welche für. Jetzt haben wir hier noch einen blauen.
Wieso habe ich jetzt hier noch einen blauen? Wo kommt der denn jetzt hin? Ach, da hinten ist noch... Ach du Scheiße. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Dann brauche ich da noch ein paar blaue. Sagen wir es mal so. Da vorne sind auch noch grüne. Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, es wäre grün. Kann auch keiner mit rechnen, dass das nicht grün war. Mann. So. Das und das passt noch da rein. So. Ich kann übrigens seine Frage... Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Dass er das so sagt. Die stehen da. Okay, Moment. Die müssen wir jetzt erstmal drehen. Einmal. Na, zweimal. Dann machen wir noch ein grünes. Die waren voll, ne? Ja. Ach, das ist noch gar nicht. Och, Leute. Das muss schneller gehen hier. Es muss organisierter sein. So geht das doch nicht. So, Moment. Das einmal drehen. Zack. Irgendwo muss jetzt noch ein blaues rumfliegen. Ja, super. Oh Gott. Okay. Hier um die Ecke liegt aber jetzt nicht zufällig. War ich hier eigentlich schon mal? Nein, ich glaube, ich war hier noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht war. Na gut. Da fehlt noch eins, aber wo ist das eine? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hm. Au. So, grün. Blau. Grün, blau, du bist eine dumme Sau. das ist wieder so ein grünes Teil. Da muss doch irgendwo noch einer in blau sein hier von den Dingern. Du gehörst nach hinten. Stellen wir dich schon mal hier hin. So. Oh, die Dinger hier gehen mir auf und sagen, dass das alles so durcheinander ist. Hätten die sich nicht hier einfach nur prügeln können oder so? Das wäre viel einfacher gewesen. Anstatt, dass sie sich hier direkt umbringen. Da fehlen noch zwei. Machen wir hier erstmal Platz. So. Zack. Und... Na. Das da rein. Ist hier noch irgendwo ein blauer? Ja, wo ist denn der blaue vom Anfang? Ich weiß, man sollte da nicht so gegenhauen, aber... Ich habe gerade keine andere Wahl. Also wahrscheinlich schon, aber ich krieg's gerade nicht so hin, sagen wir es mal so. Good thing I'm not colorblind. Ja, ne? Habe ich ja gesagt. Also da muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut gemacht, dass man die zumindest schon mal so grob einordnen kann. Okay, die kommen dahin, die kommen dahin. Das finde ich absolut okay. So, zack. Den noch. Den noch? Das sind keine mehr nehmen. Okay. Kann ich den auch endlich machen? Forklift certified. Ich glaube, du kommst da rein, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Perfekt. So. Ich finde immer noch nirgendwo das Blaue von vorne. Das ist nicht gut. Ist ganz und gar nicht gut. Die sind alle voll, ne? So. Ja. Das heißt, hier hinten fehlt noch einer, aber den hatte ich hier, genau. So, die sind soweit in Ordnung. Mir fehlt nur noch ein blaues, was ich hier vorne reinsetzen kann. Es fehlt auch tatsächlich. Und hier dieses Blaue davon. Warum wird mir das hier eigentlich die ganze Zeit angezeigt? Soll ich das doch wegmachen als Müll? Can't pick up anything with ja, ist ja gut. Da hinten vielleicht noch?
Die sind wahrscheinlich wieder so blöd versteckt. Auf einer komplett anderen Ebene. Wo war ich? Achso, da hinten in der Ecke, genau. Ah ja, das steht auch. Sehe ich jetzt gerade erst. Zählt auch zu... Nein, das zählt auch zu Mülllos werden. Fehlen uns aber immer noch zwei Sachen vom Blau. Sag mir nicht, das liegt irgendwo oben drauf oder so. Aha. Ah. Ja, danke schön für den Hinweis hier mit der Treppe. Sehr cool. Aber wo ist das Blaue? Das Ding habe ich eingepackt, oder? Können wir das direkt machen? Hier ist auch nichts. Es fehlen halt noch die zwei Sachen. Dann kommt man nicht mehr rum. Ist auch nichts drauf oder so. Ja, streng genommen kann es dann nur irgendwo hier unten sein, aber da sehe ich jetzt auch nichts. Dann ist noch die Frage, wie stelle ich den Strom an? Boah. Hier hinten war ich überall schon, ne? Ich kann die zwei Sachen hier aber trotzdem nirgendwo finden. Ich meine, gut, als ich hier rumgelaufen bin... Ach so, hier unten war ich noch gar nicht, ne? Strom... Nein! Ach so, stimmt! Guck mal eben, ob hier unten irgendwie was von den blauen Sachen noch ist. Oh, Hallöchen. Was ist das denn? Nein, ich wollte E drücken. Moment, können wir das vielleicht erstmal hier... Dass wir das mitnehmen, das ist mir gerade ein bisschen... It was a mistake. Alter! Geheimnis entdeckt. Oh, cool. Up and down. Wie ein Musiker, der die Höhen und Tiefen einer Komposition meistert, navigiert ein Anführer geschickt durch die Komplexitäten gesellschaftlicher Dynamiken und geopolitischer Herausforderungen. Hm. Aber ganz ehrlich, ich hätte natürlich auch drauf kommen können. Hier ist sonst nichts, oder? Ich hätte natürlich auch drauf kommen können hier mit der Stromversorgung. Da stand ja was von wegen, sonst muss man die im Keller wieder herstellen. Nee, Moment, das war jetzt der Raum, wo ich drin war. Ist hier noch irgendwas außer den einen? Ach, hier geht's noch tiefer. Ach, da muss ich auch hin. Ach, nein, das ist sogar als Ziel angegeben. Willst du mich verarschen? Ist nicht dein Ernst, oder? Falsche Taste. Mal kurz gucken, was man hier alles hat. Ah, dann findet man nämlich auch solche Sachen. Ich bezweifle, dass das eigentlich dafür da ist. Ja gut, jetzt ist wieder Werde den Müll los. Dass das eigentlich dafür da ist. Die, das schon... Die Versorgung wiederherzustellen, aber... Wenn ich irgendwo einen Lüftungsschacht sehe, dann muss ich den aufschlagen. Was haben wir hier? Hallöchen!
Don't forget to water plants and yourself. Okay. Was haben wir denn hier entdeckt? Hallöchen. Ach, da kommen wir wieder in die Tiefgarage rein. Ah. Ach, der Raum ist das. This job is the best. Nothing out of the ordinary ever happens. So I have a lot of spare time to take care of my plants. Thanks for believing me. Now, I have to go for a quick round to give off the impression of a very busy person. See you soon, ma'am. Was? Nothing out of the ordinary ever happens. Aha. Genau. So, da habe ich noch was gesehen. Da hinten war ich schon. Kann man die mitnehmen? Nee, ne? Hallöchen. Da ist noch was. Was bist du denn? Kartoffel oder was? Zwiebel oder so? Die kann man nicht öffnen hier, ne? Okay, aber ich muss mich ja jetzt um die Stromversorgung kümmern. Also gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ist natürlich richtig geil hier. Ist aber nichts drin hier, ne? Nee. Mr. Hamilton, die Generatoren laufen wieder. Können wir nicht mitnehmen, ne? Weil oben fehlt mir ja noch immer einer. Okay. Strom ist wieder an. Könnte man hier noch irgendwo was machen? Geht das nicht automatisch dann, dass man das aufmachen kann? Ja, kann ich die Flashlight auch aufmachen. Okay. Dann... mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Stimmt, die Fließbänder laufen jetzt wieder. Aber was ist hiermit? Kann ich hier ducken oder was? Geht das nicht, wenn ich da... Geht das nur, wenn da zu viel drin ist, oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, jetzt geh doch. Mein Gott. Und ich nehme jetzt erstmal mit. So, Moment. Ach so, da hinten kommen wir jetzt auch rum. Denke ich mal. Oder auch nicht. Muss noch ein bisschen an der Orientierung jetzt arbeiten. Also, wir müssen erstmal Laufband sozusagen, Fließband wieder hochlaufen. Das müsste jetzt aber gehen, oder? Kann ich hier gar nichts machen? Kriege ich den jetzt da raus? Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber ich denke, darüber müssen wir dann wahrscheinlich hier rein, ne? Oder? Die geht immer noch nicht auf. Wo war denn jetzt dieses Kontrollding da? Ich habe aber nur die zwei. Die sind jetzt beide aktiviert.
Ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt für Bereiche genau sind. Das ist auch noch so ein Problem. Ja, nimm's doch. Mann. Weg, ne? Aber da oben ist noch irgendwie ein Beweismittel, habe ich gerade gesehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir da auch trotzdem noch hochgehen. Leiterchen. Andersrum. Das ist zu tief. Da komme ich doch nicht. Alter, du sollst sie da hinstellen. Du sollst sie nicht umdrehen. Springt ja noch nicht mal. Ja, super. Das kann ich nur öffnen. Ich kann die alle nur öffnen. Das heißt, eigentlich müsste ich vielleicht von da oben oder so dahin. Das kann ich aber auch nicht. Ich kann ja, also trotz, dass jetzt die Sachen laufen, kann ich hier irgendwie immer noch nichts machen, habe ich so das Gefühl. Das Ding hier kriege ich nicht auf. Kein Notschalter oder so. Nicht raus, ne? Na gut, jetzt hat er hier on-off, aber... Ah, Moment, doch hier bin ich auch schon mal gewesen. Wenn auch nur kurz. Die Frage ist nur, ich habe jetzt hier oben kein Wasser, oder? Muss ich jetzt ernsthaft wegen dem Wasser immer nach unten? Oh, ist das ätzend. Ist das nicht dein Ernst? Die ganze Seite ist nur voll. Sag mir das doch einer. Okay, warte mal. Du kommst erstmal raus. Ich habe da so einen ganz blöden Gedanken. Was ist, wenn wir den jetzt so draufschmeißen. Dann wird er doch eigentlich mit nach unten transportiert, oder? Hoffe ich mal. So, das. Hm.
Ja, das ist was anderes. Müssen wir das erstmal wieder hinstellen. Ach, komm. Ja, das dachte ich mir schon. Das sind nämlich 4 Stühle. Das kommt... Hallo, du sollst sie da hinstellen. Das war gerade noch grün. Nein, andersrum. Ja. Ein bisschen was haben wir noch, wenn auch nicht mehr viel. Das dauert halt sehr lang mit dem Schwamm, ne? Und er ist auch direkt schon wieder voll. Ja, benutze. Nee. Da ist aber kein Wasser, was mir angezeigt wird. Da hinten ist noch ein Durchgang. Naja, brauche ich auf jeden Fall Wasser für. Ach Mann. Also erstmal hat er die Leiche jetzt hier nach unten gebracht. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ach, der ist hier noch am Transportieren. Wie geil ist das denn? Ja, war doch eine gute Idee, würde ich sagen, ne? Aber dich können wir schon mal aufheben, weil ich glaube, ich bin ein bisschen schneller. Okay. Wasser, Wasser, Wasser. Wo war nochmal Wasser hier? Gott, ich sage ja, ich habe gerade völlig die Orientierung verloren hier oben, ne? Genau. Dann nehmen wir den mal. Und säubern die Teile erstmal. Ja, ist ja gut. Nein, ich will nicht gut drücken. Dann die. Dann, wie immer... den wegmachen und der macht dann wie blöde das Blut daran. So. Nochmal eben auf Maximum auffüllen. Ich komme jetzt erstmal runter und dann hoch, genau. Nein, so zur Hoch. Boah, ist das eine ewige Rennerei. Sie hätten doch wenigstens mal hier oben irgendwie Wasser reinmachen können, oder? Also das wäre jetzt wirklich das Mindeste gewesen. Mehr. Ach so, ist das oben auch direkt mit weggegangen? Das ist gut. Zack. Nein. Ach. Ey, heute ist es aber auch. Ich weiß auch nicht. Ich drücke hier irgendwie nur noch die falschen Tasten. Ich bin... Das ist die Hitze. Dann bin ich so nervös, dass ich hier irgendwas Falsches machen könnte. Und... Oh Gott. Die können wir aber alle nochmal aufmachen. Das machen wir doch. So, da ist nichts drin. Wir können das Licht nochmal einschalten. Das ist irgendwie so dunkel. Hallo? Der ist abgeschlossen anscheinend, okay. Da sehe ich sonst auch nichts, okay. Okay.
das war's nicht. Dass die hier oben wirklich keinen Wasseranschluss haben. Ich meine, ja, okay, das ist ein Büro. Darf man jetzt nicht unbedingt einen Wasseranschluss haben, ne? Sonst haben die nachher ein Problem. Aber trotzdem. Nein, ihr Schweine. Och, jetzt ist das auch noch abgeschlossen hier oben. Ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Okay. Moment, halt, da war doch gerade noch was. Hä? Das da. Well, today is my turn. Da. Oh, Moment. Da ist doch bestimmt noch irgendwo Geld drin. Oder irgendwelche Drogenpäckchen oder so. Den blauen nicht? Na gut. Okay, packen wir das jetzt erstmal ein. Nehmen schon mal ein bisschen Müll mit. Wenn ich schon mal auf dem Weg nach unten bin, ne? Kann ich auch direkt schon mal was mitnehmen. So. Oh, dass das dann jedes Mal wieder gedreht wird. Something is blocking the way. Oh, dein Ernst. Wegen ein bisschen Schrott, was da drunter liegt, weißt du? Oder wegen der einen Patrone, die da drüber liegt. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist ja kein Grund, dass man da nichts verschieben kann. So. Bevor das jetzt hier auch noch blockiert. So. So. Haben wir denn noch da mal noch einen? So. Weiß nicht, wie viele wir jetzt noch brauchen. Haben wir da. Ne, haben wir nur noch die zwei, drei. Hier stehen da mal mehr als drei rum, oder? Kam mir das jetzt nur so vor? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, nee. Ist tatsächlich nur noch der eine. Okay. Ja, gut. Warum haben die eigentlich so verrostete Stühle? Egal. Wir müssen mal wieder den langen, langen Weg nach unten laufen. Aber das Problem ist, ich weiß halt immer noch nicht, was ich was ich jetzt mache, um weiterzukommen. Ich habe die beiden Dinger von hier vorne auch immer noch nicht. Kann man hier eigentlich was machen? Nö. Deswegen. Ja, bin ich jetzt gerade innerlich ein bisschen am Verzweifeln, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ist rot. Aber ich kann die Karten ja auch nicht für einen anderen Bereich benutzen. Ne? Ich muss wahrscheinlich irgendwas in dem Bereich machen, der jetzt farblich markiert ist. Au. Und hier stehen aber noch alle. Damit ich dann da weitermachen kann, nehme ich mal an. Also damit ich dann woanders wieder weiterkomme in einen neuen Bereich. Ja, bitte. Hier ist doch gar nichts mehr. Da kann ich... Oder? Nee, da kann ich nichts öffnen. Aber da liegen wieder Geldscheine rum. Sehr schön. Wobei ich ganz ehrlich bin, das Geld ist jetzt etwas, was mich am wenigsten gerade interessiert. Das ist doch gar nicht dreckig. Was willst du jetzt von mir? Oh. Ein bisschen dreckig ist es doch.
So, Moment. Habe ich dich losgelassen? Ja. Dann kann ich dich mal eben dahin stellen. Und dich dahin. Muss ich hier noch was umstellen? Ich meine, die stehen ja alle irgendwie so, dass sie nicht dahin gehören. Aber achso, da muss ich noch hin, genau. Filmabend, jeden Freitag, verpflichtend. Entspannende Arbeitsschutzfilme zuerst, später weitere Filme. Snacks, entspannende Arbeitsschutzfilme. Snacks mitbringen. PS, wir treffen uns im alten Fernsehraum über der Stromversorgung. Ich denke hier oben. Oder warum haben die das dann sonst hier alles aufgebaut? Ich weiß es nicht. Hier ist auch nichts. Okay, wo habe ich das jetzt hingeworfen? Da. Hat geklappt diesmal. Okay, das soll jetzt das ganze Blut sein. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, immer noch... Ja, ich habe den immer noch voll. Nein! Oh. Ach so, scheiße. 2, 8, 3, 6, 4, 0. Shit. Ja, ist ja gut. 0, 2, 7. Alter, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich komme da nicht rein. Sauerei. Another one. Aha, okay. Kann man nichts öffnen? 01. War ich doch, ne? Ja, klar. Ach so, ich bin direkt hier. Okay, na gut. So, okay, sehr schön. Also, wir müssen jetzt den orangenen und den gelben Bereich finden, theoretisch. Aber irgendwo hier hat doch gerade jetzt... Ach, das Ding ist endlich aufgegangen. LMAA. So, das kann schon mal mit nach unten gehen. Sehr schön. Dann sammeln wir jetzt hier erstmal noch die verräterischen... Naja, Verräter... Ja gut, verräterisch, dass ein Kampf halt stattgefunden hat, ne? Okay, den Müll sammeln wir jetzt hier noch schnell ein und dann gucken wir gleich in den neuen Bereich. Oh, da war doch noch so eine Tür, glaube ich. Hätte ich mich da auch einhacken können? Ach, scheiße. Hier in dem Zimmer ist aber nichts mehr jetzt, ne? Der Ventilator. Ich wollte gerade sagen, was höre ich denn jetzt hier? Kann ja sein, dass ich nur wieder irgendwelche Hallus habe oder so. Weiß man ja nicht. So Spiele rufen ja schlimme Sachen in einen hervor. Naja, und ihr dürft nicht wissen, ihr werdet dann selber zum Tatortreiniger. Natürlich alles illegal und so weiter. Ne? Genauso wie ihr durch Ballerspiele natürlich zu Massenmördern werdet. Ist doch ganz klar. So. Achtung, Ironie. Nicht dagegen laufen. Mann, sonst kann ich das doch nicht mehr benutzen. Ey, du Arsch. Wieso geht das nicht hoch?
Na toll. Muss ich das gleich auch noch mitnehmen, oder was? Aber gut, dann ist es an einem Ort, so als Sammelstelle sozusagen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Moment, fangen wir mal oben. Achso, kann ich nicht mit dem Ding, deswegen. Aha. Doch, komm, geh doch rein. Was ist mit dem hier? Jetzt müssen wir da tatsächlich an die Wand hängen. Und da oben war auch noch irgendwas. Ach so, nee, da war nichts, sondern... Ah, okay. Verstanden. So, aber irgendwo fehlt hier wohl noch ein Möbelstück. Das ist noch nicht richtig dran oder so. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, der Stuhl hier wird halt blau angezeigt, aber wo soll ich den hinmachen? Weil hier sind ja überall Stühle dran. Oder muss ich den mitnehmen? Fehlt hier irgendwo ein Stuhl? Nee, das ist ja die Küche. Also da ist noch was Blut. Okay, das kann ich alles nachempfinden, aber... Hä? Nee, das ist draußen, das Blut. Ach, der soll da hin, aber steht nicht richtig. Ach so. Sag mir das doch vorher. Och Mann, und ich bin hier wie blöd am Suchen. So, Moment, da muss ich ja so oder so nochmal rein. Irgendwo hier war das mit dem Blut. Genau, da kam ich nicht rein. Da müssten wir jetzt theoretisch dann reinkommen. Ja, sieht gut aus. Also hier sieht es eher schlecht aus, aber... Ist auch wieder kein Wasseranschluss, ne? Wollt ihr mich denn verarschen? Komm, wir bringen schon mal den Müll runter. Ist zwar nicht meine Aufgabe. Machen wir aber trotzdem so. Ey, so große Säcke konnte ich bisher noch nicht machen. Das ist unfair. Hier. Nein. Sollst du mir das Ding rausholen. So. Das Problem ist, ich kann ja zum Beispiel den Eimer... Ich könnte den Eimer jetzt mitnehmen. Der ist wahrscheinlich bis oben komplett... Das könnte man mal machen eigentlich, ne? Den... Aber der ist wahrscheinlich bis oben dann komplett leer. Bei meinem Glück. Muss der auch mit springen? Ja gut, mit springen ist es nicht so schlimm anscheinend. Mal gucken. Ich darf nur nirgendwo hängen bleiben. Das wäre dann wieder blöd. Okay. Hier kann ich runtergehen. Das ist gut. So, dann... Kommen wir doch direkt noch zusammen. Absolut aus Versehen, versteht sich. Oh, hier in der Ecke ist nichts mehr, okay. Na, heb das auf. Bin mir nicht sicher, was das ist. Aber ich heb's trotzdem mal auf. Das sieht aus wie eine große Vase oder sowas, keine Ahnung. So, nein, das ist die Heiz... Achso, doch. Ja, lass, komm, so.
Hätte ich das eine vielleicht nochmal laufen lassen sollen? Ich weiß es nicht. Hakt man Spiel ein bisschen, das ist nicht gut. Weißt du, was ich mache, das wirklich mal. Ich setze mal hier dieses Ding hin. Initializing process of purification. Ich werde aber trotzdem weitermachen. Oh, das ist so ätzend, wenn man dann so lange Wege hat. Warte mal, wie war das? Kann ich? Verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der das Wasser verschmutzt wird, erhöht die Fähigkeit von Werkzeugen. Kann ich aber beides reinmachen, oder? Ja, ist ja gut. Kann ich nicht beides benutzen? Hä? Ich habe doch eingestellt, dass ich beides benutzen kann. Jetzt bin ich verwirrt. Just a little more effort and Rune will be ready. Naja, lass dir ruhig Zeit. Bis dahin habe ich schon alles gesäubert. Ich will halt nicht ständig hin und her laufen. Das ist gerade mein Problem. Weil das ist so weit hier drin. Ja, kein Problem. Wie gesagt, bis dahin habe ich den Raum dann schon fertig. Nehme ich mal an. Es dauert halt jetzt nur so wahnsinnig lange. Das ist natürlich auch noch was, was ich jetzt aktuell gerade sehr ätzend finde. Achso, das ist hier. Ja. Aber was soll ich machen? Ja, ja, ich soll arbeiten. Ich habe es ja schon verstanden. Mache ich doch schon die ganze Zeit. Oder meinst du, ich mache das hier zum Spaß? So. Aber die Fenster werden wieder porentief rein. Das ist doch auch schon was. Room cleanliness is improving. Jetzt aber. Cleaning procedure finished. Oh, guck mal. Er ist fertig. Ja gut, ich habe natürlich noch nicht alles, aber... Standby mode activated. Ja, ja, ist gut. Ich mache dich schon mal weg, bevor du die ganze Zeit nur im Reden bist hier. Ich kenne das ja mittlerweile. So, sehr schön. Dauert zwar wesentlich länger, aber wenigstens... Ja, ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wenigstens muss ich nicht ständig hin und her rennen. Also nach unten rennen und immer wieder Wasser holen, das meine ich. Und das, obwohl der ja komplett ausgebaut ist. Also der Hochdruckreiniger, der hat alles ausgebaut. Da habe ich halt auch gerade das mit dem Wasser extrem hoch ausgebaut.
Trotzdem, ja, dauert es halt nicht so lange, bis man dann im Endeffekt wieder das Wasser nachfüllen muss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass es so insgesamt dann zumindest ein bisschen schneller geht, als wenn ich hier ständig hoch und runter laufen muss. Nein, nein, du Arsch, du. Ich glaube, Takt. So, was haben wir denn da? Noch eine Karte. Sehr schön. Müssen wir erstmal hier das Zeug wegmachen. Jetzt eh gleich voll. Need to empty the trash can first. Ah, ja, ja. Ich hab schon verstanden. So. Da noch irgendwo was? Nee, ne? Da war noch ein Blutfleck. Okay, so. Ich hatte den auch noch mal passiv ein bisschen verbessert. Hier den... Also beides, glaube ich. Die Schwämme und den Reiniger hier, den... Ach, komm schon. Wo ich gerade mit arbeite, ne? Ich habe irgendwie alles Wischmopp. Doch, Wischmopp ist richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt alles im Kopf namentlich, nur nicht das, was ich brauche. Aber auch die Verbesserung ist natürlich nichts, was jetzt so hundertprozentig ist. Rein. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Das muss ich auf jeden Fall gleich auch nochmal sauber machen und einen neuen holen, so wie es aussieht. Es wäre halt schön, wenn ich vielleicht eine Abkürzung hätte nach unten oder sowas, ne? Dass man das schon mal machen könnte. Aber diese blöden... Na, diese Aufzüge funktionieren halt auch nicht. Okay, ich schätze, das war's jetzt endgültig. Da hier tatsächlich nirgendwo was mit Anschluss ist. Achso, das war der Müll. Ich wollte gerade sagen. Ich kann jetzt leider nicht beides mitnehmen. Dann nehme ich den Müll später mit. Da. Ach, so konnte man das machen, ohne dass man... Stimmt. Oh, ich bin so doof manchmal. Okay. Machen wir das erstmal sauber. Den haben wir, glaube ich, gar nicht benutzt. Ne? Die mache ich trotzdem mal kurz. Machen wir das nochmal sauber hier. Stellen wir dann auch hier hin. Den machen wir nochmal voll. Nehmen den mit und den nehmen wir so mit. Okay. So. Dann mal gucken. Sollte ja jetzt eigentlich nicht mehr so viel sein. Es sei denn, natürlich ist es noch irgendwo im Nebenraum oder so, dass noch was drin ist. Nee, falsche Taste. Oh. Dann halte ich die ganze Zeit gedrückt und denke mir, warum funktioniert das nicht? Dann stelle ich fest, ich habe die falsche Taste gedrückt. Mhm.
schmeißen wir das hier auch schon mal weg. Ja, natürlich. Aber das ist schön, dass das wenigstens, wenn auch sehr langsam, nach ganz unten transportiert wird. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Na gut. Ich denke mal, da komme ich dann... die kann man aber nicht klauen, oder? Hier kann man nichts sehen. Ach so, weil die kaputt ist. Ich wollte gerade sagen, muss ich die jetzt hier echt alle kaputt machen? Das ist mal... Nein. Die sind eigentlich... Aber ich soll die, glaube ich, auch mitmachen, ne? Es ist ein bisschen blöd halt. Ich meine, warum soll ich das jetzt kaputt machen, von der Logik her? Ja. A textbook safety violation. Also jetzt mit ihm, oder was? Oder was meint er jetzt? Und wieder weg mit dir. Ich hätte es auf schneller einstellen sollen, ne? Aber dann wäre ich vielleicht auch nicht mehr hochgekommen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, dass ich das noch geschafft hätte. Time for a bag swap. Alter, war das gerade ein Jumpscare. Ey, wenn ihr jetzt wüsstet, was ich hier gerade für Gänsehaut habe. Wieso kam der von rechts angeflogen? Das sah so aus, als ob der hier... der lebt noch, oder? Der ist schon wieder mit dem Kopf am Wackeln. Das sah irgendwie so aus, als ob der mich von rechts angesprungen hätte. Ich glaube, takt. Ich bin mir nicht sicher, ob die das nicht extra machen. Also ganz ehrlich. So. Sonst noch was oder können wir das jetzt hier endlich... Ach, wollt ihr mich denn verarschen? Och, Mann. Nein. Oh, das ist so ätzend, wenn man die falsche Taste drückt. Und es ist noch ätzender, wenn man sich extra das Wasser hochgeholt hat und dann so doof ist und dagegen läuft. Nur weil man so einer blöden Tür ausweicht. Oh, das ist echt nicht dein Ernst, ey. Was kann wieder nur mir passieren? Ich meine, jetzt haben wir extra die Errungenschaft gemacht, weil ich davon zufällig Wind bekommen hatte. Ne, so von wegen, den Eimer so und so oft umwerfen. Und dann sowas. Ist da noch irgendwas? Ich bin schwer enttäuscht, wenn jetzt doch noch irgendwas da ist, was ich klein machen muss, ne? Boah, das ist ja fast wie das Wasser aufladen hier. So, aktuell ist... Achso, warum laufe ich denn jetzt hier hin? Aktuell ist das der ganze Müll. Bin mal gespannt. Kann man hier eigentlich auch öffnen? Aber da komme ich von hier aus nicht rein, oder? Das ist so ein extra Raum, glaube ich. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, als ob mir irgendwas hinterherläuft. Da komme ich von da nicht rein.
Die Frage ist, das ist wahrscheinlich irgendwas, was elektronisch aufgeht, oder? Ach so, das sind die Müllsäcke, glaube ich, die ich gerade höre. Wie komme ich denn da? Ich bin jetzt hier wieder beim Safety Room. Was ich wohl mal eben machen... Alter! Alles gut? Was ich wohl mal eben machen könnte, wollte ich gerade sagen. Ist die Leiche jetzt hier auch runtergefallen? Oder ist sie jetzt runtergegangen? Nein? Nee. Lass mich doch mal da drauf springen, Mann. So. Was ist denn mit der Leiche passiert? Hier müssen wir gleich mal gucken. Die sind aber anscheinend nicht stecken geblieben. Hm, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall so nicht angezeigt. Ein bisschen komisch, aber gut. Hm, wir müssen da hinten irgendwie noch hinkommen. Das hat sich nicht geändert. Welche Karte habe ich denn jetzt überhaupt? Kann ich gar nicht sehen, ne? Machen wir mal vielleicht grün. Grün aus. Achso, grün ist das. Oh, okay. Machen wir nicht pink aus. Machen wir blau aus. Ach, das ist hinten die Luke. Ja, da haben wir aber jetzt, glaube ich, eine andere Dings noch für, ne? Das ist jetzt hierfür. Das ist der Aufzug, oder? Ach, hier ist auch noch eine Leiche. Reinforcements arrived. Ja, schau mal einer, guck. Okay. Ich habe hier aber auch noch Hinweise, die ich auch noch suchen muss. Hat er die Leiche jetzt runtergebracht? Na? Ja, das funktioniert wunderbar. Sehr schön. So, dann haben wir da hinten jetzt Licht an. Die Frage ist nur... Das war dieser eine Geheimraum... Aber keine Geheimtür oder sowas. Ich hoffe, ich habe noch Wasser drin. Mal gucken. Ja, nicht mehr viel. Aufzug gesäubert. Wie kann man denn... Oh, jetzt fahren wir nach unten. Wieso fahren wir jetzt nach unten? Dann hätte ich ja die ganzen Leichen da reinlegen können. Ja, toll. aber wir können das Wasser hier nochmal eben auffüllen. Das ist schon mal gut. Nein, ich weiß, geht wieder nicht. So, den nehmen wir mal mit. Die Frage ist jetzt... Zwei Möbel sind auch noch nicht an ihrem Platz. Na? Nein. Och, nimm das bloß nicht. Hallo. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Leiche denn jetzt hin? Ja, falsche Seite. Ist gut. So.
Aber wo ist die andere Leiche hin? Hä? Ist sie jetzt unterwegs hängen geblieben oder was? Ist sie schon entsorgt worden? Vielleicht ist das der Werwolf aus dem vorletzten Kapitel oder was das war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich bin gar nicht da, wo ich hin wollte, ne? ich glaube, ich bin von da unten gekommen. Ja, dann lasse ich das jetzt, glaube ich, erstmal lieber so. So, aber... nichts. Ich muss aber eigentlich nach oben. Kann ich nicht nach oben? Wo bin ich jetzt? Okay. Direkt mal gucken, ob hier ein Wasseranschluss ist. Du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oha. Okay. Da ist ein Ring. Nee, das Wasser hatte ich nur mitgenommen, glaube ich, oder? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin jetzt irgendwie komplett woanders. Okay, das auch wegwerfen. Gut. Ja, natürlich ist das dann voll. Ich weiß nur gerade, ich habe jetzt gerade überhaupt gar keine... Oh, was ist das denn? Johann Abrams, 45 Jahre. Notizen, drogenabhängig, Spieler, hat seine Frau in einer Wette verloren. Hallo? Seine Firma. Entschuldigung, nicht seine Frau. Frau und Kinder wissen es nicht, hat Geldprobleme. Johnny Bravado, also ist wahrscheinlich jetzt vom Chef hier das Büro, oder? 33 Jahre alt, Notizen, Studienabbrecher, Studienkredit, krank vor Stress, unbezahlte Arztrechnungen. Okay. Wo ist der Aufzug jetzt hin? Schmeißen wir da nämlich den Müll schon mal hin. So, da muss ich gleich noch gucken. Hier sammeln wir erstmal noch ein. Okay, hier ist es anscheinend aber nicht blutig. Aber hier können wir noch was finden. Und zwar die String Quartet Number 15. In D Minor K421. Ach, ihr wisst schon, was ich damit sagen wollte. Eine Kassette haben wir noch gefunden. Okay. Das ist dafür. Zack, noch. Du sollst es auch so machen, wie es gerade war, wo es grün war. So, ich denke mal, ich wollte gerade sagen, ich denke mal, das ist nämlich auch noch zum Diebstählen. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch... Aber das ist draußen, okay. Der Monitor... Das ist der zweite. Ich wollte gerade sagen. Wieso kann man die nie vernünftig bewegen? Das ist echt... So, das wollte ich noch mitnehmen. Okay. Ja, ja, ja. Hä? Seid ihr doof? Wegen dem Stuhl oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Hätte er doch vorher bei dem Stuhl meckern sollen.
Okay, Müll haben anscheinend schon alles weg. I don't know how long workers will manage without a raise. They're pissed. And can't even pay rent, when most of their payment is used to pay off the debts they have. Ungrateful bastards. If not for me, they will already be dead. They aren't even in a position to negotiate. Keep him on a tight leash. Look where that neglect got you. Tja. Was soll man sagen? Das sind anscheinend alle Beweise. Die drei müssen wir hier so davor stellen. Schon einer umgefallen hier. Zack. So. Alter, dein Ernst jetzt? Mach das doch mal richtig. So. Büro gesäubert. Wir haben jetzt noch Müllsäcke im Lagerhaus selber. Das ist klar. Körper haben wir noch im Lagerhaus selber. 4 von 13 haben wir, glaube ich, schon entsorgt, nehme ich mal an, heißt das. Da können wir nichts mehr machen. Okay, dann schauen wir mal. Hier geht's runter. Ach du Schande. Ach du Schande. Und alles ohne. Ach, das ist die Seite. Kann man denn hier wenigstens hochklettern? Weil sonst komme ich da ja gar nicht hin. Ich fürchte nämlich, dass wir da drüber springen müssen. Alter. Weil man sonst wahrscheinlich nicht da hochkommt. Das Problem ist, ich komme auch nicht da nach ganz oben, ne? Alter, das ist nicht dein Ernst. Da unten, ja, da unten, das muss ich auch noch sauber machen, ich weiß. Hier würde ich ja wieder zurückspringen können, aber... Ja, genau das meinte ich. Oh, jetzt sag mir nicht, ich hätte da in der Ecke, aber da bin ich ja auch nicht hochgekommen in dem Sinne. Moment, da oben ist noch was. Da ist aber definitiv nichts, wo ich mit hätte hochklettern können hier unten. Also da hinten komme ich hoffentlich wieder hoch. Aber das ist schon... Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie ich jetzt das Blut da oben drauf machen soll und die Beweise. Weil das ist von hier aus jetzt natürlich schwierig. Standing almighty above them all. Seems to be their leader. Kann ich nichts für. Achso, Moment. Komme ich auch nicht ran. Oder kann ich da hochklettern und dann da drüber springen? Moment. Es wäre vielleicht noch eine Option. Och, jetzt komme ich hier nicht mehr rüber. Aber das hat so, glaube ich, schon nicht geklappt, ne? Oh, lass es doch einfach mal gerade dran stehen, Mann. Nee, das hatte ja so schon nicht geklappt.
Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder hochkommen soll. Ich habe doch eine Ahnung. Aber wie kriege ich das hin? Das ist die Frage. Last one. Vermutlich damit, würde ich sagen. Okay, da gucken wir dann gleich mal nach. Nein. Oh. Ich hasse es. Einmal die falsche Taste gedrückt. Seems like they had it all perfectly planned. Motherfuckers. They chose death the moment they decided to go against me. Komm, nichts mehr. Cool, John. Boss, sollen wir heute etwas mitbringen? John W.? Nein, alles vor Ort. John the Onion, wann fangen wir die Party an? Können wir nicht früher anfangen? John W., Arbeit. Du wirst den DJ hören. Also bitte keine Kopfhörer. Ja, super. Ja, das ist doch richtig toll. Ja. Da war noch was? Ja, natürlich, wie immer. Okay. Jetzt muss ich mich hier auch noch als Handwerker und Renovator und alles hier einschreiben lassen. Fragile Content, Fragile Box. Ja. So passend, oder nicht? So, bei dir muss ich auch noch was machen. Okay, das klappt nicht. Na gut. Nee, die können wir lassen. Da ist auch noch jede Menge Müll. Ich hoffe, das waren jetzt gerade nicht meine Blutspuren hier. Sonst drehe ich nämlich durch. Ich will da nicht zu nah rangehen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir hier auch noch Blut haben. Wie komme ich denn... Achso, ich wollte gerade sagen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Okay. So. Erstens, ich möchte mal kurz... A toy for big boys. Der ist... Aber der hat der jetzt Strom oder hat der jetzt nicht Strom? Das ist jetzt die Frage. Also es hört sich so an, als ob der jetzt an ist. Aber ich glaube, mit dem neuen müssen wir nämlich eben genau diesen Bereich jetzt anmachen. Deswegen... Ist irgendwo hier, ne? Wir sind jetzt... Wo ist das Ding? Auf 2. Ich möchte mal eben gucken, ob wir noch irgendwas auf 1 hier neu kriegen oder... Ne, das ist der Kontrollraum, ne? Ja, ja, das ist der Kontrollraum. Das heißt, theoretisch... Genau, grün sind die Bereiche. Wir haben jetzt den an und den an. Kranwerkzeug, das machen wir dann auch an. So, wir werden jetzt aber auf 0 fahren. Weil ich muss ja erstmal Wasser holen. Vor allen Dingen geht das so natürlich wesentlich schneller, als wenn ich da immer über dieses Ding drüber gehe. Achso, das kann ich direkt mal mitnehmen hier. So, Wasser.
Am besten sogar beides. Frage ist nur, kriege ich das zweite überhaupt auch dafür hin? Da bin ich mir nicht so sicher. So. Machen wir den einmal voll. Den nehmen wir mit. Aber doch nicht hier hin. So. Ach nee, ich muss ja darüber. Ich muss ja gar nicht mehr hier so umständlich hoch. Auf 2. Also wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich denke mal, das, was wir jetzt gefunden haben, ist der letzte Raum. Problem ist immer noch, wir haben dieses eine blaue, was wir noch nicht reingestellt haben und noch einen blauen Tank, den wir noch nicht gemacht haben. Das müsste ich jetzt eigentlich da hinten mit runternehmen. Stellen wir mal eben hier hin. Die Frage ist jetzt... Ach, ich glaube, ich verstehe, oder? Hä? Wieso zieht der denn nicht hoch? Der muss doch magnetisch sein da unten, oder nicht? Mann, jetzt tu du mal deine Arme da weg, damit ich was sehen kann. Ah, jetzt. Wieso hat der das jetzt die ersten zwei Male nicht gemacht? So, dann schauen wir jetzt mal. Vielleicht können wir das auch direkt mitnehmen hier. Ich hoffe. Ist nur ein bisschen blöd, so zu springen. Nein, nein, nein! Du Wichser! Und mir knallt das Ding auch noch auf den Kopf. Willst du mich verarschen? Du kleiner Penner, du. Also jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich wirklich sauer. Das hat so schön funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Hätte ich den noch ein bisschen tiefer machen müssen oder was? Oder warum hat er das jetzt nicht angenommen? Ich habe ja da drauf gestanden und plötzlich bin ich irgendwie abgerutscht. So, das sieht schon mal gut aus hier. Dann den ganzen Müll weg, inklusive der Leiche. Na, ich sehe den Punkt nicht. Hallo? So, dann ist hier aber sonst nichts mehr. Dich nehme ich schon mal mit. Facing the man above. He must have been the one who shot him. Muss mal eben gucken. Moment, da unten liegen die. Genau, da müsste das eigentlich doch gehen, wenn ich den hier so drüber werfe, oder? Ja, perfekt. Kann ich mir nämlich sparen, da erstmal runterzulaufen. Ja, hat natürlich jetzt nicht alles so geklappt, wie es klappen sollte. Es ist jetzt wieder super. Und ich muss hier noch jede Menge Müll mitnehmen. Aber gut, das sind wir jetzt mittlerweile auch gewohnt. Hier kann ich auch nicht abkürzen. Ne? Okay. Aber ich denke schon, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Also wir haben jetzt jede Menge Leichen auch gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich alle sind. Obwohl Beweise fehlen mir hier noch 4 Stück. Denn irgendwas noch, wo ich noch nicht lang gelaufen bin? Also hier habe ich bestimmt auch noch den einen oder anderen Beweis, denke ich mir mal.
Den Müll muss ich loswerden, das ist klar. Blut habe ich ja auch noch nicht alles aufgewischt. Spiel, du sollst nicht haken. Was ist denn mit dir heute los? Du hast doch sonst keine Probleme. Lass mich das alles hier noch klein machen, oder was? Ja, und halt die zwei Sachen unten. Das ist was, was mir Sorgen macht, weil ich die wirklich nirgendwo hier finde, ne? Was denn jetzt? Was soll ich jetzt? Was? Okay. So. Ich sage, das ist ein bisschen nervig immer mit dem Kleinkram, aber. So langsam geht auch meine Stimme wieder ein bisschen mit mir durch. Ihr hört das vielleicht, dass ich langsam ein bisschen heiser wieder werde. Deswegen spreche ich auch gerade ein bisschen weniger. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall weniger. Weil ich sonst Angst habe, dass ich gleich gar nichts mehr sagen kann. So. Oh, auch wieder dieser kleine Scheiß. Alter, können die nicht mal irgendwie andere Waffen benutzen, statt immer nur irgendwas, wo Patronenhülsen rausfallen? Was ist denn aus den guten alten Messern geworden? Aber das nutzen die ja nicht. Das nutzen nur andere Leute oder was. Obwohl, wir haben ja schon Samurai-Schwerter gehabt. Das war sehr angenehm, weil da musste man im Endeffekt nur das Schwert als Beweismittel einsammeln und das war's. Dann musste man hier nicht 1000 Kleinigkeiten holen. Oh, unten sind schon ganz viele ganz große Säcke. Ich weiß nicht, warum der die jetzt eigentlich groß macht. Ich habe nichts umgestellt davon. Ich konnte ja auch nichts mehr umstellen. Das war ja schon alles komplett freigeschaltet. Und trotzdem macht das jetzt, aber vorher hat das nicht gemacht. Muss ich nicht verstehen. Da komme ich schon wieder nicht dran. Okay. Ja, natürlich haben wir wieder was, wo wir kaputt machen müssen, obwohl wir vorher nicht machen mussten. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12. Das sind 14 Patronenhülsen, die hier in der Ecke liegen. Und alle muss man sie mit der Hand rausnehmen. Leute, ganz ehrlich. Kann man da nicht wenigstens irgendwas einstellen, dass das zusammen ein bisschen gebündelt aufgehoben wird? Ich meine, ne? Dann ist es nicht ganz so nervig, zumindest für die Leute, die ja spielen. Ich gehe jetzt. Oh nein, komm. Obwohl, ich glaube, ich hätte die gar nicht kaputt machen müssen. Scheiße. Weil das wird mir jetzt auch gerade nicht angezeigt. Nur die kaputte. Also die wird mir... Nee, Moment. Hier wird mir angezeigt. Doch, die ist auch kaputt. Komme ich jetzt so noch nicht so hin. Müssen wir jetzt erstmal hier das Blut wieder wegmachen. Och, natürlich. Ich sollte die Leichen vielleicht auch schon mal entsorgen. Na komm.
Aber ich verstehe nicht, warum da immer noch 4 von 13 Körper... Achso, das ist wahrscheinlich hier oben, oder? Obwohl, ne, jetzt liegt der unten. Aber da sind doch wesentlich mehr als 4 Körper. Allein schon die 2 hier oben. Dann, ich glaube, über mir liegt ja noch der eine, den... Ah, ne, den hatte ich runtergeholt. Aber die 2 hier oben, da hat sich ja jetzt nichts dran getan. Und unten liegen ja jetzt auch nochmal jede Menge Leichen. Nur er will jetzt nicht. Ich muss den mal eben in die Eier hauen. Aber du willst anscheinend trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, bleib jetzt bitte nicht da hängen. Oh mein Gott. Huch. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ehrlich. So. Muss jetzt hier gucken, was ich hier machen kann. Da ich Idiot mehr das Ding umgeworfen habe. Natürlich clever ohne Gleichen. Dann nehmen wir einen anderen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das mit der Düse vorher schon gemacht und dann stand da drin, dass nichts mehr da ist, aber weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die Sachen kommen dann irgendwie wieder oder so, die Blutflecken, keine Ahnung. 60% vom Blut habe ich gerade mal weggewischt. Hallo, wie viel ist denn hier bitte dran? Das können wir auch schon wieder nicht benutzen. Ach, ist es nicht herrlich. Das einzige Gute ist, ich müsste theoretisch hier rüberspringen können. Oder ich gehe einfach jetzt hier... Ne, das ist, glaube ich, besser, wenn ich den Aufzug nehme. So, okay. Da haben wir nichts. Da ist der Punkt. Och. Den Punkt hier schon gar nicht mehr. Ja, ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch gesehen. Mecker doch nicht. Sag doch einfach, der Beutel ist voll. Alles ist toll. Aber da sind jetzt auch wieder Patronen liegen da auch schon wieder rum. Aber nur 3, glaube ich, diesmal. Trotzdem muss ich irgendwie noch auf die andere Seite kommen. Also, so wie ich mir das vorgestellt habe, hat es ja jetzt nicht so ganz hingehauen. Zumindest nicht, um das Wasser mitzunehmen. Also ich werde auf jeden Fall nochmal alles aufladen und so. Aber es hat nicht ganz so hingehauen, wie ich das jetzt gehofft hatte. Unten liegen nur Müllsäcke. Leichen. Ich nehme ihn auch mal kurz mit hier. Ach, warte mal. Oder hatte ich sogar schon 4 entsorgt am Anfang? Nein, 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 nicht da hinten. Oh, gut. Ich dachte schon, der landet auch wieder da. Ich muss ja gucken, dass ich hier durchkomme. Ja, aber
Ich wollte wieder Q drücken. Mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich hier immer die falsche Taste drücke. Das liegt aber auch alles so blöd aneinander. Also eigentlich ist es ja gut, weil man kann dann schneller drücken. Aber dann hat man natürlich auch das Problem, dass man dementsprechend auch... Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ihr wollt mich jetzt verarschen. Alter. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Wieso habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Da ist aber eindeutig ein Symbol gewesen. Wenn das jetzt nicht gerade jetzt erst hier aufgetaucht ist, heißt es. Kann natürlich auch sein. Nur um mich zu ärgern. Ich bin hier voll Wasser am Sparen. Alles hier am dreckig machen da die Dinger. Lalala, jetzt macht das schon viel mehr Spaß. Jetzt kann ich wenigstens auffüllen. Ich frage mich nur, ich weiß nicht, ob er das auf der Aufnahme hört, seit 10 Minuten oder so, scheint hier irgendein, keine Ahnung, LKW oder sowas bei uns vor der Tür zu stehen mit laufendem Motor. Ich frage mich ernsthaft, warum stehen die ganze Zeit hier vor der Tür und fahren nicht weiter? Das scheint er gehört zu haben, jetzt fährt er gerade weiter. Aber warum hat er das so lange nicht gemacht? So, dich fülle ich nur mal kurz auf. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber ich brauche dich halt auf der anderen Seite. Jetzt ist die Frage, habe ich das Ding... Ne, jetzt habe ich eingepackt, oder? Ach, das ist hier auch noch. Oh. Okay. Die Frage ist nur, warum bin ich da vorhin so runtergerutscht? Yes! Ich hätte nur die anderen Sachen für Notfall mal säubern sollen, ne? Hallöchen. Was haben wir denn hier? Managed to connect the faintest of threads. I wonder if he told anybody about it. If he had, I would have known about it by now. But still, this place is burnt. Too many people snooping around. Hm. Der meint aber nicht mich damit, oder? Aber das ist kein Geheimnis. Das ist doch... Das ist doch Mist, Leute. Das ist kein Müll, ne? Boah, kriege ich die nochmal alle aufgehoben hier? Waren hier nicht auch noch welche? Na gut. Na gut. Nein. Fick dich doch. Du blödes Aloch. Muss ich den ganzen Weg hier nochmal machen? Alter.
So. Wehe, der macht jetzt wieder das Falsche, wenn ich auf Q drücken will. Sehr schön. So, werde den Müll los, haben wir auch gemacht. Ein Beweis fehlt uns noch. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist aber nichts, was man... Ne, das sind nur... So, nichts hinter, ne? Hm. Wo könnte jetzt hier noch ein Beweis sein? Kann ich hier rein? Auf jeden Fall ist hier noch was, was ich klauen kann. Aber ein eine Kassette. Hallöchen. Eine Woche, ein Ende. Das nehmen wir auch gerne noch an. Okay, hier sehe ich aber sonst nichts mehr. Dass da irgendwo Beweise oder so drin wären. Stimmt, hier bin ich ja auch nicht reingekommen. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass das ein Beweis wäre. Das war jetzt hier. Ups. Das war jetzt die grüne, ne? Die grüne Karte. Aber die haben wir doch drin gehabt, die grüne Karte. Nee. Hier. Ich meine, dann können wir das Gelbe auf jeden Fall schon mal ausstellen. Alter. Das Grüne können wir noch mal anmachen. Ich sehe vor lauter Müllsäcken, die ich noch nicht weggetan habe, sehe ich hier gar nichts mehr irgendwie. Alles ist blau. Ist aber nur... Oh, Moment. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieso hat er mir das nicht angezeigt? Hallöchen. Schlimm ist auch, es sind nicht alle Möbel. Hier kam ich doch hier nochmal rein, oder? Taste. Nicht alle Möbel an ihrem Platz. Wie soll ich denn da sonst reinkommen? Hab ich hier irgendwelche Lüftungsschächte? Auch nicht, ne? Ich wette mit euch, das ist noch ein Geheimnis hier. Aber wie ich da rankommen soll, das weiß ich nicht. Ich kann auch die Türen hier und so nicht öffnen. Warte mal, da gibt es einen Luftschacht. Kann man aber nichts machen, ne? Hm. Hm.
Tja. Spontan würde ich jetzt sonst noch sagen, irgendwie von unten vielleicht rein, aber dass man da irgendwie so hoch fährt. Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt auf der 1. Na gut, das wäre natürlich sowieso Blödsinn, wenn ich da jetzt von unten irgendwie... Weil das ist ja hier auf der Etage, nur ich komme halt nicht dahin, wo ich hin will. So, fangen wir mal so langsam hier mit der Entsorgung an, würde ich sagen. Ist das hier rum richtig? Ja. Ah ja, da waren die anderen Leichen sogar noch. Beziehungsweise eine Leiche. Hier gab es doch auch irgendwo eine Verbindung. Ah ja, da hinten konnten wir raus. Ich wollte gerade sagen, das war doch jetzt hier mein Auto, ne? Wenn so komische Kisten drin sind. Die sagen mir jetzt gerade gar nichts. Gut, mal gucken, wie viele Leichen ich jetzt hier habe. Ich meine, ich habe ein oder zwei unterwegs eventuell noch nicht mitgenommen. Oh, jetzt geht das wieder los. Der hat es aber, glaube ich... Ich glaube, der hat den angenommen gerade. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Fehlen uns noch zwei... Der von oben, den habe ich mitgenommen. Boah. Ja, sitzt so gut? Kann man den nicht die Hüftknochen irgendwie brechen oder sowas, dass der da reingeht? Ah, ich wollte ihn gerade nochmal rausheben. Okay. Leicht ist das nicht, ne? Also den Feuerlöscher, denke ich mir mal, den muss man noch irgendwo wieder an seinem Platz stellen noch. Ist die Frage, wo? Ich habe auch schon überlegt, hier unten irgendwo, aber... So auf Anhieb würde ich jetzt nicht sehen, wo man das machen könnte. Das steht nur 01. Irgendwas war hier doch gerade. Ich? Seltsam. Da. Ich sollte nicht zu schnell laufen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo der hinkommt. Ich meine, Müllsäcke, okay. Ich muss aber noch einen Hinweis finden. Ach nein. Das ist... Das ist jetzt nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Naja, so ähnlich. Ich dachte, es wäre eine Müllpresse. Aber wie kriege ich das Ding dann auf? Weil die ganze Zeit bin ich ja da dran gelaufen und es ist nicht aufgegangen. Moment, ist das hier? Nee. Kann ich das nach links stellen? Das ist klar. An und aus. Wie kriege ich das hier auf? Nee, ich dachte, hier kommt noch ein Feuerwehr...
Feuerlöscher hin, so. Aber hier ist nichts, womit ich das... Von der anderen Seite ist ja auch kein Knopf, ne? Moment, hier ist noch einer von Feuerlöscher. Ah, ich hab's gefunden. Wenn ich den jetzt finden würde bei dem ganzen Chaos hier, da. Hallo. Sehr schön. Dann ist das hier zumindest schon mal soweit erledigt. Aber ich verstehe trotzdem nicht. Ich könnte die Sachen da quasi sammeln, aber... Oder geht das hier nach Gewicht oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wenn ihr wisst, was das für ein Trick ist, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil irgendwie... Ich kann jetzt da alles drauf stapeln und dann muss ich das trotzdem wieder alles mit der Hand darunter schleppen. Was schade ist, weil offenbar gibt es ja diese Funktion. Oder muss ich von hier unten vielleicht drücken? Gibt es ja diese Funktion, dass das dann irgendwie ins Auto reinkommt? Sind dann die Pakete da reingekommen und so? Hm. Und eben habe ich ja auch nur zwei oder drei Leichen gehabt. Also so viele waren es jetzt auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir machen es auf jeden Fall alles mit der Hand mühsam. Wäre sehr, sehr schön gewesen, wenn wir das jetzt rausgefunden hätten, aber naja. So, Moment. Zwei fehlen uns noch. Wo haben wir denn noch welche gesehen? Das mit dem Wagen, mit dem Kunstding da, habe ich da... Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt. Habe ich da die Leiche rausgenommen? Ich meine aber... Das war, glaube ich, kein Wagen. Das war so ein Container, ne? Ich meine aber eigentlich... Ach, warte mal. Ach, hier sind noch zwei. Oh, okay. Okay, okay. Also die Leichen haben wir schon mal alle. Nur vor lauter Sack sehe ich jetzt hier gerade nichts mehr. Sagen, wie die das machen wollen, weiß ich jetzt auch nicht, weil das sind Riesensäcke hier. Okay, okay. Die Frage ist nur, wir haben, meine ich, noch nicht alles hingestellt, ne? Secrets und so, keine Ahnung. Ach nee, wir können ja nicht alles hingestellt haben, weil wir die zwei blauen Sachen in dem einen Raum noch nicht haben. Das hast du ja clever hingekriegt gerade. Okay. Und da muss ich noch 20.000 Mal wegen den Müllsäcken hin und her laufen. Boah, ist das ätzend. Vor allem muss ich irgendwo da noch einen Hinweis finden. Aber ich verstehe nicht, wo die blaue Flasche und, was war das noch, so ein Kasten, ne? Wo die Sachen hin sind. Hm. Müllsäcke entsorgen ist klar. Einen Hinweis muss ich noch finden, zumindest hier im Bereich. Ich muss am besten, würde ich sagen,
von oben nach unten nochmal alles abgehen. Aber ich werde erstmal die Müllsäcke tatsächlich entfernen. Hallo, geht's noch? Boah, also zum Schauen, wo ich entlang laufe, ist das echt scheiße. Das ist... Ja, schmeiß es doch einfach wieder auf der anderen Seite raus. Kein Thema. Ja, ich habe ja auch sonst nichts Besseres zu tun. Ich klicke das einmal kurz an. Es ist nicht immer gut, wenn die sich verbinden. Sagte sie und verband alle miteinander. Alter. So. Das ist aber noch relativ human, oder? Ist noch klein hier. Haben wir vielleicht noch irgendeinen Hinweis im, Ah ne, Müll haben wir schon geguckt. Tja. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Es wird mich nur unheimlich stören, wenn ich das jetzt nicht finde. Haben wir noch? Oh Gott. Ah, ist ja gut. Bin auch ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen empfindlich, was das betrifft, durch dieses ewige Hoch- und Runterlaufen. Also es, ja doch, das Hochlaufen ist es auch, sagen wir es mal so. Ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen schlecht geworden, weil ich das die ganze Zeit mache. Also es ist jetzt nicht negativ aufs Spiel bezogen oder so, das ist einfach nur, ja. Ich habe da ein bisschen Probleme bei so Spielen, gerade wenn das dann so schnell geht und... Oh mein Gott. Wir haben sonst nichts mehr, ne? Auch nichts liegen gelassen oder so. Ja, das ist halt nur der Sack noch, okay. Ich hoffe, dass ich meine Sachen halt behalten kann. Nein, komm. Och. Ich sag, dass mir schlecht ist und was hat der? Hat nichts Besseres zu tun, als jetzt hier das Ding hinten rüber zu werfen. So. Ein Beweis auf dieser Ebene noch. Ja, und die zwei Möbel halt, ne? Also hier die. Oder halt irgendwo hier in direkter Nähe, aber... Ist halt nichts in direkter Nähe, ne? Das ist so. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen genervt. Das merkt man mir jetzt vielleicht gerade an, weil ich finde halt die Dinger nicht. Noch dazu, ich weiß nicht so genau warum. Ich denke mal, durch dieses ewige Hin- und Herlaufen ist mir auch ziemlich schlecht gerade. Wenn das jetzt zu lange dauert, dann muss ich halt mal einen Cut machen. Kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Hm. Fuck. Now I have to rush downstairs again. Ups, das war das, okay. So.
ihr Lieben. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal einen Cut gemacht. Und zwar ist es jetzt einen Tag später. Allerdings geht es mir immer noch nicht gut. Finde Hinweise darauf, was passiert ist. 3 von 4. Ansonsten soll ich angeblich alle Aufgaben erledigt haben. Und zwar muss ich jetzt mal eben kurz was dazu sagen. Ich habe in der letzten Folge abbrechen müssen, weil mir auf einmal so schlecht geworden ist, dass ich nicht mehr konnte. Ich hatte mich dann noch übergeben und hat mich hingelegt, dass es ging gar nichts mehr. Ich muss aber dazu sagen, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern das hatte damit zu tun, dass ich eine wahnsinnige starke Migräne hatte, die ich immer noch habe, aber nicht mehr ganz so stark wie gestern. Und ja... Dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ich muss jetzt mal überlegen. Doch, der ist an da unten, genau. Ich hatte nämlich bei der Suche, ich weiß nicht, ob ich das noch drin habe oder rausgeschnitten habe, habe ich da unten das Ding aus Versehen nochmal ausgemacht und wieder angemacht. Das heißt, dass ich hier unten alles nochmal pedantisch abgelaufen bin. Das heißt, der Bereich, der war eigentlich soweit clear. Ich muss, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ist jetzt natürlich schon ein Weilchen her, wenn ich mich richtig erinnere, dann muss ich oben im Kontrollzentrum, glaube ich, nochmal was machen, ne? Da muss ich nochmal was anmachen, meine ich. So, hier hatte ich, glaube ich, auch alles nochmal nachgeguckt. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht genau, was ich jetzt gestern drin hatte, was ich jetzt rausgecuttet hatte, auch noch im Nachhinein. Ich hatte aber... glaube ich, meine ganzen Werkzeuge schon eingepackt, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Während der Aufnahme war es ja so, dass ich hier hochgegangen bin und irgendwie über Umwege dann hinten ins Kontrollzentrum reingekommen bin. Da kam ich doch von hier aus, glaube ich, rum, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, er hat jetzt hier auch alles noch so stehen, wie es vorher gewesen ist. Ah ja, genau, hier war das. Die sind jetzt alle auf off zurückgegangen. Das heißt, den hatte ich an, das weiß ich noch. Das war hier links der Bereich. Höre ich jetzt aber gerade nicht. Grün war, glaube ich, hier unten, das Band. Nee, war es nicht. Achso, ich höre den, glaube ich, deswegen nicht. Weil ich irgendwo, musste ich hier irgendwo einen Knopf drücken. Das war das Geheim. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Moment. Was? Nee, das hatte ich doch schon. Ich wollte gerade sagen. Das hatte ich doch schon. Ich dachte schon, das wäre jetzt der Hinweis, den wir jetzt gesucht haben. Oh. Ich bin jetzt nur überlegen. Ich meine, wir mussten hier oben doch irgendetwas drücken, damit das wieder lief. War das nicht einfach nur hier Power is on, Power is on? Aber es kommt hier kein... Ach, jetzt haben wir hier Licht. Moment. Ach, der hat das Grüne gar nicht mitgenommen. Welche sind denn jetzt an? Das ist an, das ist an. War das Grüne nicht hier? Oh Gott, ich weiß es alles gar nicht mehr. Es ist jetzt schon wieder zu lange her irgendwie. Ah, es tut mir auch so leid, aber es ist wirklich... Hier war ich drin. Da hatte ich irgendwas Goldenes gefunden. Das weiß ich noch. Moment. Finde Hinweise darauf, was passiert ist. Beweise sammeln. Werde den Müll los? Hier habe ich nicht den ganzen Müll weg. Ach, das Ding ist jetzt auch wieder hier unten. Oh, das ist jetzt alles zurückgesetzt worden, dank meiner mega tollen Entscheidung, unten zu drücken, während ich am Suchen war. Das war sehr, sehr clever von mir. Hier, das kann man auch nicht anmachen, ne? Obwohl, doch, das läuft jetzt. Doch, das ist auf jeden Fall... ich bin nur am Überlegen, wie ich jetzt da hochgekommen bin. Ich glaube, da bin ich doch hier durch... Das heißt, ist das der rote Bereich? Och, spring doch da drüber. Ist das der rote Bereich? Ich weiß es gerade nicht.
Da müssen wir jetzt mal eben nachschauen. Hier ist auch nichts mehr gewesen, ne? Weil mir fehlt halt noch dieser eine verdammte Hinweis. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So. Wenn ich das ausmache, dann ist das aus. Und lila? Lila ist hier das ganze Licht. Rot ist aber anscheinend nicht der Bereich da hinten, oder? Vertue ich mich da jetzt? Oder ist das jetzt hochgegangen? Nee, es ist nicht hochgegangen. Aber kam ich da nicht... Hatte ich da nicht schon die Tür geöffnet irgendwo, dass ich da sowieso reinkam? Ah ja, hier. Och, ich bin ja auch so dämlich. So, Moment. Dann gucken wir hier nochmal, ob wir hier nicht irgendetwas übersehen haben. Da war ja auch noch hier diese eine Tür, genau die hier, die ich nicht öffnen konnte. Die ich immer noch nicht öffnen kann. Nebenbei bemerkt. Moment. Das habe ich gar nicht gesehen. Aha. Aber jetzt müsste hier eigentlich alles soweit sein. Da steht zwar immer noch, ich muss noch einen Hinweis finden. Aber soweit müsste das eigentlich hier durch sein. Ist hier irgendwas, was ich drücken kann? Nee, das war nur die Sache mit dem nach rechts. Aber das nimmt... Ach, diesen Bereich nimmt er dann jetzt gar nicht. Ach so. Was bist denn du jetzt hier für ein Bereich? Orange oder was? Ist das orange? Weil wenn das jetzt orange wäre und ich das jetzt noch nicht gemacht habe... Nee, das ist aber orange. Müsste ich dann orange und gelb nehmen oder so? Nee, gelb ist an. Das war hier, das wollte ich nicht. Moment, jetzt habe ich orange, gelb. Machen wir das gelb einmal aus. Blau wäre hier vorne. Die Frage ist, zählt der Bereich da hinten dann auch noch dazu, dass wir vielleicht dann die Tür öffnen können? Aber glaube ich nicht, ne? Es ist ja kein Blau. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch noch rein können müssen. Sollten, haben, tun. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin übrigens ja ein bisschen wacher jetzt auch als... Also ich wirke zumindest ein bisschen wacher. Als bei der letzten Aufnahme, aber wie gesagt, mein Kopf, das ist Wahnsinn einfach nur gewesen. Blau hatte ich jetzt, ne? Wenn ich jetzt blau ausmache und dafür wieder grün anmache, das bringt mir auch nichts, oder? Gelb war ja eben an. Das ist jetzt grün. Oder muss der Orange gar nicht an sein? Aber das ist auch unlogisch. Moment. Aber dadurch geht dieser Bereich hinten auf. So hört sich das zumindest gerade an. Aber hier der Bereich geht dann nicht auf, ne? Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Das ist halt das Problem. Aber wenn, dann möchte ich das halt herausfinden, wie ich da reinkomme. Das ist halt so die Sache. Nun gut, machen wir jetzt erstmal den Bereich hier. Wobei ich jetzt orange auch ausgemacht habe gleichzeitig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so clever war. Naja. Ach so, genau. Was war denn das jetzt nochmal für ein Bereich? Das geht nicht. Du bist wahrscheinlich blau, nehme ich mal an. Blau ist nämlich aus. Das heißt, ich mache grün aus.
blau an. Es ist anscheinend nicht blau. Oh, ich weiß es doch nicht mehr, Leute. Orange. Probieren wir es mal damit. Ah, okay. Orange sind hier die Dings hier. Aber da müsste doch Orange... Ich gehe nochmal kurz dahin. Aber das hatte ich doch eben schon an, als ich da war. Also, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich probiere es trotzdem nochmal eben. Da steht halt auch nur Öffner. Da steht jetzt nicht... Habe ich irgendwas... Damit kann ich es nicht öffnen, ne? Ja, nee, glaube ich auch nicht. Na gut. Wir gehen jetzt erst noch mal eins höher. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich jetzt hier gerade mache. Aber wir gehen noch mal eben eins höher, weil da weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht noch irgendwas in einem Container oder sowas ist. Mal eben gucken, wo ich überhaupt lang muss. Ob ich da vielleicht irgendwas übersehen habe. Das funktioniert doch jetzt, oder? Ja, das funktioniert. So, genug, oder? Nein, nicht da. Boah, Alter. So, wir haben hier auch nichts mehr. Da ist die rote... Moment. Nee, oder? Ich will da jetzt nicht rüberspringen. Ich habe aber noch so eine Vermutung eventuell. Also... Die Sachen hier haben wir mitgenommen. Da ist auch sonst nichts mehr. Jetzt habe ich hier so ein blödes Haar direkt im Ohr drin. So, also hier ist anscheinend nichts mehr. Die Frage wäre jetzt allerdings zwei Sachen. Erstmal hier waren wir ja schon mal drin, glaube ich, ne? Oder? Hier waren wir noch... Nein, willst du mich veräppeln? Unbekannter Schlüssel, neuer Story-Gegenstand. Aber das war jetzt nicht finde Hinweis, das war auch kein Beweis. Ja gut, es ist auch ein Schlüssel gewesen, das war jetzt auch kein... Nein, oder? Und der, den wollte ich nämlich jetzt... Da kann man doch auch rein, aber da komme ich jetzt von hier aus nicht mehr rein, oder? Das wäre jetzt zu hoch. Naja... Ah, da muss ich dann nochmal eben... Aber da kann ich ja hier drüber gehen. Wenn ich das Glück hätte... Obwohl, ich glaube, dafür sollte ich den ein bisschen höher stellen. Oder eben den ein bisschen tiefer stellen. Das müsste ja eigentlich gehen, oder? Moment, Moment. So, jetzt aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich habe die Waffenkammer gefunden. Der Hinweis. I'm certain about who is responsible for Tammy's disappearance. Every day that I work for this scumbag makes me sick to my stomach. But I have to endure it for now. That arrogant piece of trash promoted me. So, you must trust me on some level. He's weak now. And won't see what's coming. Big Jim, you will pay for what you did to my daughter. Mm. Their leader wanted a revenge for murdering his daughter. You've made yourself some enemies. I am person treat him well, and look what got me. Wenn ich? Leave all the evidence in the office before you go. I need to take a closer look at it myself. Will do.
Beweise ins... Bringe deine Funde ins Büro. Okay. Okay, okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen mysteriös. Oh, aber was nicht wirklich alles das ausmachen kann... Ich finde das schlimm. Aber welches Büro? Sein geheimes Büro oder das andere Büro? Ach, ich hätte da... Ah, nee, das Ding stand ja vorhin im Weg, genau. Hier war ja, glaube ich, das geheime Büro, ne? Das meint er nicht, nehme ich mal an. Weil wenn man das nicht findet, dann wäre ja unlogisch. Wo war denn dieses andere Büro? War das hier durch? Nee, das war nicht hier durch, oder? Das war doch... Es war auf der anderen Seite, glaube ich. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Wie gesagt, ich kann mich auch... Ich meine, ich kann mich natürlich schon noch irgendwie an alles erinnern, aber irgendwie... weil das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Migräne hat, dann... Ah, da komme ich jetzt nicht durch. Da komme ich aber noch nicht durch, oder? Nein! Ach, das ist der Schlüssel! Diversity, like in a British Museum. Oh! Ja, sehr geil! Und ich dachte, ich hätte alle davon. Ja, super. Da hinten ist noch Geld gewesen. Bei mir war es nämlich jetzt gestern so, dass ich überhaupt gar nicht mehr konzentriert war am Ende und ich nur noch, ja, eigentlich nur noch das Ganze durchziehen wollte. Schmerzen hin oder her. Und hier zum Abschluss quasi kommen wollte, was da nicht so geklappt hat, weil durch meinen Kopf konnte ich mich dann auch nicht so konzentrieren und nichts. Ja. Und jetzt sitze ich hier mit Kühlakku auf dem Kopf und dann sieht man mal, was das bringen kann. Wieso komme ich hier nicht hoch? Kann man da gar nicht hoch? Ich dachte, man kann vielleicht... Na gut. Nee, sieht aber auch nicht so aus. Okay. Ja, bringen die... Oh, wo war denn das Büro? Boah, ich weiß noch, wie es aussah. Es hilft mir aber, glaube ich, gerade nicht so. Ach so, Moment, oder war das das, wo ich einfach nur hochfahren musste? Jetzt habe ich das Ding zwar oben. Ja, ja, doch. Das war doch auf der anderen Seite. Das war nicht da auf der Seite, wo man eben rausgehen konnte. Ja, ist ja gut. Sondern das war auf der anderen Seite. Wenn ich mich richtig erinnere. Also, wenn es das Büro ist. Ich glaube aber, ein drittes hatte ich hier nicht drin. Da konnte man raus. Ja, ja, ja. Da steht jetzt auch der Marker drin. Okay. Okay, okay. So, interagieren. The truth is, everyone really wants a piece of Big Jim for themselves. Sweeping everything under the rug can only get you so far, Jimmy. Look who's talking. Oh, believe me, I can get me quite far. So, I guess it's not your first time. You see, one should know when the place becomes too hot. In this right here, it's scorching. That's when you move somewhere else. Maybe it's time for a little vacation. Now, to hope that he actually means it. Also das bleibt jetzt hier einfach so offen liegen. Okay. Hier steht jetzt auch, verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Die Frage ist, ändert sich das, wenn ich irgendwo anders bin? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe. Da, nee, hier steht noch, werden Sie den Müll los. Das hatte ich doch vorhin auch schon. Wo seht ihr den Müll? Und hier hinter? So nicht. Hier ist kein Müll drin, ne? Hm.
wird doch sonst normalerweise grün gekennzeichnet. Ach komm, willst du mich jetzt hier veräppeln? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Habe ich jetzt irgendwo wieder so eine scheiß Hülse hier vergessen, oder? Moment, den kann man... Oh, Moment. Oh. Ist das dein Ernst, du kleines Quietscheentchen? Dich würde ich ja auch mitnehmen, aber... Scheiße, das ist nicht euer Ernst, oder? Alter. Aber das müsste ich doch auch sehen, wenn das hier direkt dran wäre. Hä? Moment, unter mir? Komme ich denn da hin? Ich könnte theoretisch hier drüber springen, oder? Da ist nämlich nur was zum Klauen. Oder ich nehme eine Treppe. so. Komme ich da nicht mehr dran? Doch. So. Wo war das denn jetzt genau? Da hätte ich darüber balancieren müssen. Ah, okay. Hier steht jetzt aber... Ah, hier. Hier steht jetzt aber nicht mehr, dass ich den Müll loswerden muss. Das ist hier unten. Ach ja, und wir haben ja auch noch, ich glaube, es ist eine Etage hier drüber. Nee, das war hier oben, oder? Das war hier. Das... Nein, oder? Ihr wollt mich doch veräppeln. Wie mache ich das denn jetzt? Aber damit habe ich leider immer noch nicht das andere. Aha. Nothing shall get past me. Das Blaue fehlt mir ja immer noch. Das hier, das fehlt mir halt immer noch. Kann das denn auch hier oben irgendwo drauf liegen? Wenn ich das eine jetzt schon... Aber das war jetzt auch eine perfekte Perspektive gerade. Also wenn, vermute ich mal, müsste das eigentlich hier irgendwo liegen. Aber auch nicht auf diesen Dingern hier drauf, ne? Ein Möbelstück. Wegen einem Möbelstück und irgendwo Müll bin ich jetzt gerade komplett am Eimer. Ach nee, ich wollte ja hier hochfahren. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Da liegt das auch nirgendwo drauf, ne? Zumindest kann ich es so nicht sehen. Auf null sind wir jetzt, glaube ich, ne? Das war... Ach so, das war der Bereich hier, genau. Da oben bin ich ins Büro reingekommen. Hier ist auch keine Flasche irgendwie so geil hingestellt, dass ich gedacht habe, dass das irgendwie zum Inventar gehört oder so, ne?
Also wir hatten mal welche gesehen, das weiß ich noch, aber die habe ich versucht zu nehmen und die konnte ich halt nicht nehmen. Aber hier ist auch nichts. Aber jetzt zeigt er mir das auch wieder nicht mehr an mit der Aufgabe. Also mit dem Müll. Das muss tatsächlich in dem einen Bereich sein. Aber ich finde da keinen Müll mehr. So, hier ist noch alles okay. Und sobald ich hier bin, steht da, ich soll den Müll loswerden. Ich gehe noch mal oben gucken, ob ich da irgendwo... Weiß ich nicht. Ach so, ich bin ja auch doof. Wieso mache ich das eigentlich nicht damit? Da muss er es mir ja auf jeden Fall mit anzeigen. Ja gut, mit Q eigentlich auch, ne, muss ich dazu sagen. Hm. Ich bin schon so kurz davor, jetzt hier irgendwelche Flaschen oder so mitzunehmen, ne? Keine Ahnung. Hier ist nur das Quietscheentchen drin. Hier war ja auch nichts, ne? Hier habe ich ja nur dieses eine Ding rausgenommen. Auf dem Container, im Container vielleicht? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier unten wird es angezeigt. Wenn ich nach oben gehe, wird es immer noch angezeigt. Wenn ich hier reingehe, dann wird es nicht mehr angezeigt. Das heißt, das muss doch irgendwo... Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist da gegenüber. Weil da hatte ich, glaube ich, auch Patronen, die ich da eingesammelt hatte. Du bist kein Müll hier, oder? Kein Müll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der müsste das doch anzeigen dann auf der anderen Seite, oder nicht? Nein. Ach. Also zeigt denn, ist das ein Bug vielleicht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil ich war ja jetzt schon überall. Nein. Das ist nicht euer... Das ist... Boah, das ist nicht euer Ernst jetzt. Alter Schwede. Ja, das Einzige, was ich jetzt wirklich nicht finde, ist dieser saudämliche... Dieses Sauerstoff, nicht Sauerstoffgerät, ja doch, Sauerstoffgerät oder was das ist, keine Ahnung. Das ist jetzt tatsächlich das Einzige, was ich nicht finde. Boah, das geht mir gerade so an die Nieren, ne? Hier ist aber auch nichts, was irgendwie so ansatzweise, dass man das irgendwie von woanders mitnehmen könnte oder so. Gar nichts. Boah, das wurmt mich so dermaßen jetzt. Also ich werde wohl so rausgehen müssen, muss ich jetzt dazu sagen, aber... Das wurmt mich so dermaßen, dass ich dieses blöde... Diese blöde Sauerstoffflasche nicht finde. Alter. Also wenn ihr wisst, wo die letzte Sauerstoffflasche ist, weil ich befürchte, dass das tatsächlich das Einzige ist, was mir jetzt fehlt,
Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Ich finde die nicht. Also ich war jetzt schon überall. Ich finde die einfach nicht. Hier ist sie auch nicht drauf, oder? Ich meine, bei denen muss man ja hin und wieder mal so ein Jump-and-Run-Spielchen machen. Aber... So, da sind die Regale. Da ist auch nichts. Hätte ich mir jetzt höchstens noch vorstellen können, ja, dass das irgendwie durch den Druck oder was nach hier oben geschleudert wurde. Keine Ahnung. Aber dass man das jetzt so gar nicht findet, das ist halt... Hier ist auch nichts drin. Aber wenn, würde ich mir höchstens noch vorstellen können, dass das irgendwo jetzt so ist, dass man das von hier aus vielleicht irgendwie sieht. Aber da das auch nicht der Fall ist, naja gut, mit der Sicht kann ich es halt auch nicht anzeigen lassen. Nicht wirklich. Tja. Tja. Nein! Nein, oder? Nein, ich bin so dämlich. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Ich will gar nicht wissen, wie lang das war. Also es waren sicher über 3 Stunden und wahrscheinlich eher so an die 4 Stunden. Ich werde es am Ende, wo ich so gelaufen bin und geguckt habe, werde ich es auch ein bisschen mehr zusammencutten. Gerade bevor ich da meinen Zusammenbruch hatte. Oh, mein Gott. Okay, ja, ich wüsste nicht, dass noch irgendetwas übrig ist. Deswegen würde ich sagen, verlassen wir mal den Tatort. Oh, mein Gott. Try not to get yourself caught, Kowalski. The underworld will always have a place for a good crime scene cleaner. We'll see about that. Oh, sag mir bitte, ich habe jetzt an alles gedacht. Blut ist 100%. Müll haben wir jetzt endlich 100%. Die Möbel auch endlich mal. Die Leichen haben wir alle gefunden. Achso, nee, die Leichen sind hier unten. Die haben wir aber auch alle gefunden. Die Beweise haben wir jetzt auch endlich mal alle gefunden. Alter Schwede. 3 Stunden 18. Naja, gut. Ich habe hier noch die Zeit, wo ich habe mitlaufen lassen und, naja, im Bad war. Ihr wisst warum. 17.500 haben wir als Lohn erhalten. 12.233 nochmal gestohlen. Ist eine gute Summe, kann man sich sehen lassen. Mit. So, jetzt kommt's. Nein! Ich war so fucking stolz auf mich. Ja gut, bei den Kassetten weiß ich jetzt nicht, dadurch, dass ich das auf 2 Tage aufgeteilt habe mit der Aufnahme, wusste ich jetzt nicht genau, wie viel ich da jetzt hatte. Aber da hatte ich auch ein gutes Gefühl, dass ich alle habe. Aber es gibt 5 Geheimnisse. Ach, äfft euch doch. Ach, schade. Ja, das war Crime Scene Cleaner und ich habe das jetzt hier mal nachträglich aufgenommen, deswegen kann ich euch das noch sagen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr positiv angetan von diesem Spiel. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine 2. Runde durchgehen, wo ich dann dementsprechend auch mal schauen werde. Ja, ob ich vielleicht alle Geheimnisse noch kriegen kann. Dann sind ja noch ein paar von den Errungenschaften offen. Die würde ich nach Möglichkeit auch gerne noch machen. Wobei ich glaube, das meiste von den Errungenschaften ist tatsächlich, dass man halt die perfekte Runde machen muss. Und dafür müsste ich dann halt dementsprechend alle Geheimnisse dann auch
ja, herausfinden. Das könnte dann noch ein bisschen dauern. Aber alles in allem muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich das Spiel sehr, sehr toll fand. Und ja, bis auf diesen letzten Ausflug, sage ich jetzt mal, am Ende, wo ich jetzt hier komplett mit Migräne mich selbst ausgenockt habe, sozusagen, fand ich es auch immer sehr gut. Also, beziehungsweise da fand ich es natürlich auch sehr gut. Aber das war dann so eine Phase, da war ich dann nicht mehr konzentriert und habe dann auch nur noch die Hälfte mitbekommen, hatte dann nur noch Schmerzen im Kopf und habe mir dann irgendwann auch gedacht, warum machst du das eigentlich? Und wollte nur noch durch letztendlich. Aber ja, das hatte ich natürlich bei den anderen Teilen nicht und da konnte ich mich dann besser drauf konzentrieren. Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, was ich heftig fand, aber irgendwie auch ganz cool, weil es halt so das große Finale, sage ich mal, zum Ende war. Die anderen Folgen waren ja doch im Vergleich wesentlich kürzer. Und ja, jetzt sind es mal eben so aus 1,5 Stunden. Die letzte Folge war 2,5 Stunden sogar, die war ja auch noch sehr, sehr lange. Sind es jetzt mal eben 3,5 fast geworden. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, Hut ab, dass man mich so beschäftigen kann. Aber es war natürlich teilweise auch ein bisschen blöd, weil man ist rumgerannt. Und also ich habe fast 4 Stunden gespielt, muss ich dazu sagen, weil ich tatsächlich einiges rausgeschnitten habe noch, wo ich einfach nur doof in der Gegend rumgerannt bin und irgendwann auch gar nichts mehr gesagt hatte, weil ich nur gedacht habe, warum findest du den Mist jetzt eigentlich nicht? Und mich total geärgert habe und ja. Aber letzten Endes hat sich dann ja doch noch alles aufgeklärt. Ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass ich das letzte Geheimnis nicht gefunden habe. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein kann, weil ich meine, ich bin noch mal durch alle Räume durchgegangen und ja, wüsste jetzt nicht, wo es da eventuell noch ein Geheimnis gibt. Zumal wir ja auch noch diesen einen Raum mit den Statuen, sage ich jetzt mal, wo wir die goldenen Sachen dann auch gestohlen haben, letztendlich ja auch noch gefunden haben. Und da war ich auch sehr froh drüber. Also gefunden nicht, aber geöffnet. Und das hat ja auch alles wunderbar geklappt. Ja, aber irgendwie haben wir doch noch irgendwo ein Geheimnis übersehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das sein könnte. Vielleicht ist mit Geheimnis gemeint, dass man diese Luke öffnen kann oder sowas. Das habe ich ja leider nicht hinbekommen. Aber naja, wir werden es dann mal sehen. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. In a significant development, notorious gangster Big Jim, real name James O'Connor, was arrested last night after a high-speed chase for reckless drunk driving. Authorities have long suspected Big Jim of running money laundering operations from his warehouses and being involved in multiple murders, but he has evaded justice for years due to lack of evidence. His dramatic capture has renewed hope for law enforcement, who believe this could be a major breakthrough in their fight against organized crime. Police are urging anyone with additional information to come forward. Wir haben jetzt nichts darüber gehört, ob die Beweise gefunden haben, weil die Beweise lagen ja auf dem Tisch. Kann natürlich sein, dass er die Beweise weggenommen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Kodex-Eintrag? Fertigkeitenbaum? Das wissen wir doch alles. Was soll denn das? Ich wollte nur mal eben gucken, wenn wir schon mal hier sind, ob eventuell... Nee, aber seine Tochter ist, so wie es aussieht, immer noch nicht da. Hundi ist auch weg. Hundi? Ja, wo ist denn mein kleiner Schatz? Zum Abschied müssen wir dich nochmal kraulen. Ja. Hebe auf, kann ich nur. Ja, und wir können wieder rausgehen. Ja. Ich dachte jetzt, vielleicht können wir die Tochter noch irgendwo sehen, aber offenbar können wir die nicht sehen. Irgendeiner hat aber anscheinend mit uns Karten gespielt. Also war wohl einer zu Besuch mal da. Guck nur mal hier unten im Keller. Aber. Wellnessprobleme. Ah, okay. Das Geld liegt auf dem Tisch.
Das war, glaube ich, das Erste, ne? Sie sind meine einzige Hoffnung. Genau, Lagerhausbereinigung. Wieso ist das jetzt mit weißen Fähnchen? Ach, ist das das Erste, was wir perfekt abgeschlossen haben? Aber das kann auch nicht sein, weil wir haben ja einen Teil nicht gefunden. Hm, ich weiß es nicht. Ich dachte, jetzt können wir vielleicht nochmal die Tochter sehen oder sowas oder irgendwas hören, dass wir die jetzt abholen können. Aber offenbar ist dem nicht so, weil, ja. Oder wir hätten zumindest, wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir mal, ist auch nicht gerade auf dem Klo oder so, nee. Ja, es wäre zumindest schön gewesen, hätten wir mal mitbekommen, was jetzt mit ihr passiert ist. Aber anscheinend ist sie wohl noch nicht wieder da. Aber Hundi geht's gut. Das ist zumindest etwas, was mich freut an der ganzen Sache. Ja, das Ende war jetzt ein bisschen auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite unbefriedigend, muss ich sagen. Aber im Endeffekt habe ich ja schon einiges jetzt beim Nachspannen gesagt. Ich hatte nur gehofft, wir können, wie gesagt, nochmal irgendwas sehen mit der Tochter oder vielleicht irgendwas lesen, so nach dem Motto, wir müssen die gleich abholen oder was weiß ich was. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und jeder, der jetzt von Anfang bis zum Ende diese Folge verfolgt hat und meine Migräne über sich hat ergehen lassen, stellenweise, dem gehört auf jeden Fall ein Orden verliehen. Ich werde dieses hiermit virtuell tun. Also fühlt euch beordert. Und ja, alle anderen und natürlich auch diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Da bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich dafür, dass ihr alle zugeschaut habt. Und vielleicht kriege ich ja auch noch die restlichen Geheimnisse mit eurer Hilfe oder vielleicht auch ohne eure Hilfe, wenn ich da nochmal reingehe und nochmal suchen gehe. Bei der ersten Aufgabe glaube ich, weiß ich sogar, wo noch was sein könnte. Im Nachhinein war da nämlich noch eine Wohnung, wo ich glaube ich nicht mehr drin gewesen bin. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und ob das euer Interesse geweckt hat, ob ihr das Ganze selber spielt, ob ihr schon alle Geheimnisse und so weiter überall gefunden habt. Würde mich echt brennend interessieren. Vielleicht komme ich mir dann auch nicht so doof vor, wenn der eine oder andere schreibt, er hat noch nicht alles gefunden. Oder zumindest nicht beim ersten Durchlauf alles gefunden. Kann ja sein, dass ihr schon 3 Durchläufe gemacht habt oder so. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und lange Rede, kurzer Sinn, weil es war ein sehr, sehr langes und für mich sehr nervenaufreibendes Video, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zur nächsten Let's Play. Ciao! Hundi! Daddy's working for a mob boss, but you're still a good boy. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!